Gibt es keine klare Tendenz und das wollten wir genau und da gehen wir rein mit dem Ja. ersten Serve. Können auch schon mal noch dran denken, Coins reinzuwerfen natürlich. 5 Punkte ab der Zeit. Hier! Immer. Der erste gibt vielleicht schon mal einen Aufschluss darauf, darüber, nämlich dass es rutschig ist. Ich bin schon mal direkt weggerutscht. Ja. Aber auch, dass Julia mit starken Surfs am Start ist, aber das jetzt auch. Surprise, also das kenne ich gar nicht. Mega überraschend. Nö, also. Ja, Julian ist ein richtiger Defense-Player. Komm also. Das ist ein Receive-Player, kennst du das schon? Receive-Border. Receive-Border. Danke! Ey, soll es ja auch geben. Ganz seltene Spezies an Ronald-SpielerInnen. Ja. Come on! Holla, die Weiße. Boah, da war ein lecker Schmecker. Aber nächsten hat er gesagt. Lecker Schmeckerwinkel drauf. Jetzt hier die Lefty-Geschichte. Nein. Und wirklich auf Hüft-Lefty. Also, noch rüber. Guck mal, Fabi nimmt jetzt die erste, die ansatzweise auf den Rücken kommt und haut die selber auf den Rücken. Dann zack's. Ja, Josh. Okay, alles gut, alles gut. Hey. Ja, alles gut. Den Bobo ist gerade mit der richtig Dampf auf dem Kessel bei den beiden. Aber das ist okay zwischen den beiden. Ja. Abhaken. Finde ich, also das wird auch super spannend in dem Spiel sehen, weil wir haben ein Team, das wirklich von Energie pushen lebt. Und dann haben wir Julian und Jan, die wirklich fokussiert, ruhig, konzentriert wenig abgehen. Aber ist das geil, wenn Jan hyped ist, auch mal können, punktuell. Ja, absolut. Erinnerung an den letzten Punkt im Finale der deutschen Ronald-Bundesliga. Ja. Ist genau das, ne? Also Jan Umlauf, glaube ich, auch einfach mal schon betont, Volleyball-Nationalspieler gewesen. Dementsprechend weiß der Mann, worauf es ankommt, wenn es irgendwie wichtig ist. Oh, der, die, das 3-0, Vorhersage ist genau 50-50%. Ich weiß nicht, ob das jetzt shiftet. Nee. Ich glaube nicht. Bei 3-0 ist schon... Oh, jetzt 24. Jetzt 24.000 auf Rainbow ist reingeknallt. Da geht jemand... Ja, aber das ist doch jetzt... Hier kann man doch jetzt mal wirklich reich werden. Oder Arm. Oder Arm, ja, danke. Oh, jetzt hast du mir die Pointe. Danke, ey. Nee, ich nehme so nehm die mit dir. Okay, ja, klar, aber das war ja auch den Elfmeter. Ja. Da haben alle kommen hören. Ja. Es war nicht so kreativ, wie du dachtest. Ja. Generell mein Humor nicht. Also ich denke mal, boah, ist das cool. Schauen wir mal, was Joscha jetzt kann, weil das, was Julian natürlich beim Surf kann, können Joscha und Fabi genauso. Dementsprechend auch danke. Auf der Seite möglich, da jetzt mal ein, zwei Breaks wieder gleich ranzukommen. Wir sind immer noch bei 50. Letzter Punkt. Wir haben 24.000, 29. Alter, das geht hier richtig ab, ne? Was 60.000 Dinger drin hier. Das jetzt haben wir 60.000 Coins drin. Denk noch mal ein. Ein Call. Oh. Bonnie sagt, er hat aber auch wirklich lange überlegt. Oh, ja. Also, hat mir auch nicht gefallen. Ja, damit gehen wir mit einem 4-1 in das Ende der Vorhersage. Wir haben 34.000 auf Julian und 29.500 auf Rainbow Warriors, also ein leichtes Übergewicht für Julian, wahrscheinlich basierend auf dem 4-1, das gerade sehen. Ums, hat kurz den Bodyblock gespielt unterm Tisch und den Ball verloren. Alles danke. Ja. Chatterbox Easy fragt, wie findet ihr dritten Satz bis 15, um die Spannung zu behalten? Die Frage würde ich einfach in den Chat weitergeben, damit ihr auch mal ein bisschen aktiv wird. Ne? Schreibt mal eure Meinung rein. Ja. Wir diskutieren da gern zwischen den zwei Sätzen darüber. Hey, das musst du Josh sagt, Fabi, das musst du zumachen. Aber das heißt ja nicht der hier, das ist der hier. Ich hab Bock. Deswegen, sonst habe ich ihn, ja? Okay. Ja, ich hab nicht ganz gehört, aber es ist cool, dass Fabi ihn so rausnimmt und sagt, hey, was ist los, ne? Sprechen wir nochmal kurz, kann nicht sein, dass du ihm jetzt also so die Form machst. Ja. Oh, la, die Waldfee. Ich glaube, ich auf der anderen Kamera noch mehr Schmecker. Ja, dürft. Joscha geht, guck mal, der geht zwei Schritte rüber. Danke, Fabi. Und der geht noch weiter rüber. Er steht quasi neben Fabi. Und Fabi, Fabis Gesichtsausdruck auch so. Ja, das ist halt, also nehmen wir mal an, den Drift, den andauern. Ja, machen. Ja, voll. Ja, das ist, ich meine, das ist bei Julian halt faktisch der Fall, dass er wirklich ja, extrem viel. Ich bin gespannt, wie es heute halt ist. Weil, wenn man ehrlich, auch die letzten Turniere oder auch die Mix-DM in Heidelberg, speziell am Turnierende, klar, war es halt einfach sehr, sehr heiß. Vielleicht kommt das Wetter heute auch gelegen. Und mit dem Doppel-K.O. dazu noch, so ein Spielsystem, hat er am Anfang nicht mehr so viel getroffen. Hat er selber gesagt, einfach mental ist es einfach sehr auslaugend, sich so zu konzentrieren die ganze Zeit.
Ja, natürlich, ey. Und Zentimeter drüber oder drunter? Ja, voll. Ja, natürlich. Aber das ist halt im Endeffekt das, was die Qualität dann ausmacht, einfach in jeder Situation, auch nach einem langen Tag, trotzdem noch die Quote zu halten. Ne? Also, ja, absolut. Das schon, sprich. 3-6, gute Führung für Julian auf jeden Fall. Wenn sie jetzt ihre Sideout spielen, sind sie echt spannend durch. Ja. Aber gut, bis 20 muss erstmal alle Sideouts durchspielen. Ja, ich fand das halt massive, by the way. Let's go, Jan! Boom. Das ist jetzt gleich mal verrückt. Ja, voll. Info grad, das andere Spiel soll bei Insta live bei Berlin. Ja, dann schaut doch, macht doch Second Screen hier am Stissel. Einmal das Ganze hier und dann bei Insta live Eisenträger Siemer gegen William. Wir würden gerne beides zeigen, aber geht halt einfach nicht. Also Alexa, ich glaube, da bist du wahrscheinlich besser informiert als wir, warum Paul sich das wünscht, aber angeblich wünscht, ich glaube mal nicht. Oh, heftiger Touch von Jan. Warte kurz. Ja. Nochmal Touch. Nochmal Touch. Und drüber. Yes. Ja, wieder nur. Geil. Doppeltouch. Und jetzt einen rangekommen. Auch geil, wie Jan wirklich so um das Netz tänzelt. Ja, wir sind 2-Meter-Mann und so. Und so. Ich frage mich auch gerade so, als ob er nicht da einen halben Schritt machen könnte. Ja, schon, ja, in der Theorie schon, ja. F47. Ja, das mit dem Doppelkauf von Alexa ist dem geschuldet, dass sie in Heidelberg. Naja, ich sag mal so, die hätten auch gerne Single K.O. gespielt. Sonst call ich dann aufs Gleiche rausgekommen, dementsprechend. Stimmt. Und Doppel K.O. müssen wir auch, glaube ich, nicht drüber sprechen. Die stellen nicht so. Sehen Sie vielleicht? Nein. Mit wem spielt Mario? Gar nicht. Ja, Punkt. Hey Fabi, zeig mal was. Weiter geht's. Ups. Dein Receive, gib mir irgendwas. Schön eng. Ja, Doppel-K.O. und dann nochmal True Second. Bei dir, Alexa, und dann um 23 Uhr dann das. 8-4, ja. Erster. Zeit. Alles gut. Hab ich gesagt. Beruhigt euch, schau noch mal kurz rein. Ja, aus beiden Winkeln nicht so geil, aber. Ja, könnte schon sein, auf jeden Fall. Und Conny hat auch gecallt. Also, er ist weggegangen mit dem Call. Ja, dann. Aber 8-4 ist schon brutal, ne? Also. Kurz! Bin da! Du musst, komm on! Bin set. Boom reicht nicht, Fabi ist da. Hier! Das ist perfekt. Ja. Geile Weichsel. Jetzt schon, ey. Und also das ist genau das, was du sehen willst, ne? Der Boom von Jan reicht leider nicht. Fabi ist da. Der von Joscha ist jetzt richtig Sahne, hat genug Zeit für die Lücke. Weg. Ja. 8. Ja, ey, Rainbow ist aber so ein Team auch, bei denen es zum Zweifelsfall nicht so schlimm ist, wenn sie mal im ersten Satz ein bisschen hinten hängen, weil sie mental, glaube ich, so stark sind, dass sie auch mal einen Rückstand aufholen können. Dass sie den ersten Satz auch mal verlieren können. Die dann nicht schnell damit durch sind, sondern man wirklich über 2 Sätze richtig bearbeiten. Ja, ja, eben 3 im Zweifelsfall. Ja, auch, wie du richtig sagst, oft genug auch schon zusammengespielt, oft genug Drucksituationen gewesen. Da bin ich sehr gespannt. Da sind wir bei 5-8, es ist auch noch lange, lange hin. Und ich finde, ihr kommt langsam rein. Also einfach vom Vergleich von vorher. Du. Das hätte noch drauf. Wieder Boom und wieder gehabt. Du musst, Julian. Ach, Mann, Touch. Und... Oh, ey, was machen die für Sachen jetzt schon? Ey, ich werde schon Gänsehaut. Und nicht, weil kalt ist. Geiles Game, Jungs. Geiles Game jetzt schon. Also wirklich viele Touches, ne? Auch von beiden. Da hatte ich ihn fast. Das holen wir ihn, komm. Abi sagt aber auch, wir legen immer noch 3 Punkte hin. 1-2. 6-8, ne? Komm, ja. Ja, geile Relays, ne? Ist absolut richtig bis jetzt. Okay, sorry. 6-8. Wahrscheinlich musst du noch mal kurz aufstuhen. Erster. Willst du, ne? Danke, Julian. Ja, das ist auch wieder so ein Thema. Die haben ja auch schon noch ein paar andere Bälle zur Verfügung, aber sie wollen unbedingt diesen einen Ball. Ja. Danke. Ja. Wir hatten halt vormittags so einmal diesen Ball mit Jonas aus Berlin. Yes, Sir gegen Bodyback. Ja, gegen Bodyback. Wo sie dann nach dem zweiten Satz, nach ein paar Assen gesagt haben, mit dem Beispiel spielen wir vielleicht beide einfach nicht mehr, weil wir nur das Asse hatten und kein einziges Sideout. Ja. Break for break. Das war auch einfach krass. Ja. Also, muss ich auch sagen, das war einfach nur krass.
Levi is asking for another live stream. Yeah, Levi, of course, we have two live streams going on at the same time. Check out Insta around it. Berlin. Ja, aber schön, wenn wir zwei hätten, da haben könnten. Mal nochmal so 4.000 Euro investieren und nochmal viel Leute, die das machen, oder? Ja, und dann nochmal Leute, genügend Leute für die Ski und kommen hier. Ja, das meine ich mit vielen Leuten. Achso, sorry. Also nochmal zu den Videos. Aber auch gerade ein bisschen, dann doch mal kurz in der Rally ausnahmsweise. Ausnahmsweise mal. Das ist gut, ja. Komm mal, Fabi, zeig mal ein. Wir nehmen doch eigentlich gerade eine Podcast-Folge auf und das läuft nur sehen. 7-9. Ja, immer noch zwei Breaks hin. 7-9. Noch zwei. Schönes Ding. Er sagt schönes Ding, bisschen gut hier zusprechen. Bin ich bei Fabi und Joscha auch immer spannend. Die hatten jetzt, glaube ich, schon in Satz 1, 2 so Konflikte, kann man es Konflikte nennen? Also schon meine Verstehe, also wo sie dann irgendwie, trotzdem kriegen sie es dann wieder hin, sich aber gegenseitig zu pushen, ne? Sorry, ich stehe. Ah, ich glaube aber, die brauchen das offen kommuniziert und dann läuft es schon. Also ich glaube. Das ist nicht deine. Nee, ich mag's nicht. Die Energie, die die beiden sonst aufs Netz aufs Feld bekommen, die muss ja auch irgendwo hin. Ja. Und wenn halt mal was nicht läuft und man selber den Einsatz gebracht hat, dann glaubt zumindest, dass der andere hätte das machen können. Aber ist halt so. 10-7. Ja. Erster. Come on! Ja, es ist, ja, es ist wirklich, also wenn du nach der Hälfte des ersten Satzes eine Zusammenfassung der Hälfte des ersten Satzes machen wollen würdest, wäre das, glaube ich, Surf Pressure von Julian. Ja. Also das ist ja wirklich diese 4-5 Punkte, die sie da vorne sind, als Resultat von ganz Surf Pressure. Ja, absolut. Geht direkt weiter hier. Ja. Hat er durch und Abschluss. Let's go! Ja. Endlich mal. Aber nicht nur Surf Pressure. Nee. Schön, dass die das jetzt noch als Beispiel uns präsentieren. Sondern eben nach dem Surf Pressure auch gute Defense. Na, gut, das spielt natürlich irgendwo zusammen, weil du besser Defense spielen kannst, wenn du Surf Pressure. Hast du ja gesehen, die Annahme war bombig für den Surf. Ja. Aber natürlich nicht perfekt dadurch. Ja, es hat einen schwierigen Set. Habe ja eine klare angesichert. Und dann steht halt die Wand. Yes, yes. Die Wand, Jan. Ja. An dem muss er erstmal vorbeikommen. Ja, der deckt auch einfach ein bisschen mehr Fläche ab als jetzt. Ja, also mal schnell mal drüber boomen ist. Ja, das ist. Ja, die Option fällt halt schon dann teilweise auch weg, ne? Wenn er dann wirklich auf so einer Halbdistanz vor dir steht und die Hände hochnimmt, dann weißt du, okay, überspielen, ey. Einfach, ehrlich. Geht jetzt in dem Fall trotzdem, aber auch, weil er den noch mal ein bisschen holt. Wir drehen eins? Ja. Komm, Josh, wir müssen jetzt mal. Ja, ich zünd jetzt. Zu viel. Oh. Ja, dann müsst ihr jetzt mal. Ja, das stimmt. Und er sagt, ja, ich zünde. Jetzt Zündung. Ja, dann zünd doch mal. Für alle im Chat aufpassen, Joscha hat Zündung. Komm, Josh! Lass die da. Angezündet. Ist er ist angezündet? Anne zündigt hat. Ja. Aua. Ja, ich war. Da war er sogar. Der war gezündet. Komm! Oh Mann, ist der. Ja, nee. Aber, und das ist auch der Unterschied, Receive und Sideout dann tatsächlich bei Julian, trotz Surf Pressure von Joscha. Julian ist halt richtig am Point. Kann ich nicht. Okay. Er ist gerade in diesen 21 Punkten bis jetzt ist er richtig, richtig da. Ja. Wenn, wenn sie das bis zum Ende durchziehen bekommen, dann wird es richtig schwer für die Rainbow Warriors im Halbfinale. Und ja, da ist einiges möglich. Und kann ich stehen. Aber er hat Eisenträger, sind wir schön, dann darf man. Ja, und vor allem, wenn man dann noch weiterdenkt, ja, im Halbfinale sieht es dann gut aus gegen Joscha und Fabi. Und mit der Leistung hast du auch gegen Eisenträger immer eine Chance. Ja. Weil das ja wirklich bis jetzt fehlerfrei ist. Ja, absolut. In der Offensive Sideouts fehlerfrei. Wenig Touches für Rainbow Warriors und selber Surf Pressure ist da, Defense ist da. Also alle Werkzeuge, die du brauchst, um dann auch vielleicht im Finale so ein Team wie Eisenträger Sima zu fordern, sind gerade präsent. Ja. Etwas schade ist es, dass. Also, es ist schade, aber es sind genau die vier Teams jetzt im Halbfinale, wo, glaube ich, alle in diese Top 4 getippt haben. Zack. Ja, ich. Oder sagen wir mal 90%, 95%. Ja, Philipp, guck mal parallel nach. Sollte so sein. Also, ich würde mal so vermuten, dass alle mit mindestens 90% in die Top 4 getippt wurden. Das müsste man doch vielleicht auch nochmal nachfragen. Die Leute, keine Ahnung. Nein. Oder nur halt aus Präferenz. Ja, es gibt auch Leute, die haben sich einfach selber gewählt und sind danach. Also, ja, mal Leute, die sich selber auf 1 tippen. Aus Prinzip. Ob ihr keine Ahnung habt, habe ich gefragt. Ja, ist so. Hau nur mal. Wir sind bei 9-13. 9-13. Ja, Surf. Schöner Swing. Ich sehe auch noch nicht so viele Backhands von Fabi, das wundert mich. Eigentlich die Go-To-Geschichte.
Ja, also ich sag mal so, 97% haben Eisenträger 7 in die Top 4 getippt, 91% Rainbow Warriors, 88% Willy Wonka. Und nur 88%? Nur 88% und dann wird es noch schlimmer, 61% Julian und die Fühne gerade. Also ja, wen dann noch? Christiane haben sie noch drin, oder? Ja, Flix ja, und fertig nochmal, 18% aber nur, das ist dann schon ja, danach. Danach ist so, es ja, asozial, okay. Okay, komm Fabi, komm. Ja, gut, also komm, die drei Position. Ja, durchschnittliche Position Eisenträger 7 1,1 und die restlichen auf 2, irgendwas. Ja, Eisenträger 7 muss man jetzt nicht sprechen, wer so performt hat in Europa. Alles klar. Hat schon Fabi. Fabi, ich glaube, überlegt kurz, ob er hinterkollt, aber. Ich glaube nicht. Alles gut. Aber bitte nicht so weggehen. Da kann ich versuchen, alles gut. Ja, Swiss Roundage schreibt: erster Satz an Eisenträger 7 und zwischen euch 19-11. Naja, es as predicted. 14-9. Ja. Ja, aber ich hatte vorhin erwähnt, Rasmus hat da wohl so ein bisschen Rückenproblematik und das ist dann halt auf so einem Level, wenn du dann, weiß ich nicht, bei den Serves 10% weniger Hüftrotation hast, weil dein Rücken wehtut. Wenn du in der Defense irgendwie 20% weniger hast, dann hast du gegen Eisenträger 7 halt keine Chance. Ist gut, wenn wir das spielen. Kann vielleicht jemand, der parallel Installer geguckt hat, bestätigen, dass das so ist, aber das ist zumindest meine Information. Gibt uns gerne eine Zusammenfassung und hier sind wir jetzt bei 10, 14, ob Joscha noch mal zündet. Erste. Zündung. Und ja, geil, bleib stehen! Ja, Fabi stellt sich aber und beißt parallel in den Ball. Stellt sich ein bisschen mehr auf den Pull ein. Geiles Setting, sehr geil. Also wirklich den versucht so ein bisschen aus dem Rücken von Julian zu kommen, damit er wirklich, also damit Julian nicht sieht, wo Fabi steht. Und dann ist noch umzurutschen auf den Pull. Entspannt. Ja. Annahme. Und der ist weg. Ja, für die vielleicht noch nicht so oft Ron geguckt haben oder eine Defensive, also ist eine mögliche Taktik, dass eine Person des verteidigenden Teams quasi im Rücken der angreifenden Person postiert. Zum einen zu sehen, wo das Set hinkommt, weil du so besser antizipieren kannst, wo kommt das Set hin, wo würde ich hinschlagen, plus die angreifende Person kann quasi nicht sehen, wo du denn hinverteidigst, weil du erst im letzten Moment quasi rauskommst. Immer Becken. Genau, da sind wir doch. Ja. Um bei dir einzuhaken, das ist Backhand-Bum. Das ist allgemein, wenn es mal interessiert, auf YouTube einfach Rounded Defense Buddy oder wie auch passiv genannt, aber viel Buddy Hammond, weil Buddy Hammond und Doug Marshall das sehr oft spielen lassen. Spielen lassen klingt so, als wenn sie das gar nicht selber machen. Ja, Entschuldigung, also sie oft dazu entscheiden, das zu spielen. Ja. Eine klare, die aktive Person ist die Serving-Person, stellt sich vorne hin, trackt damit, passiv läuft rum auf den Pull und trackt sozusagen den Set, wo er hinkommt, entscheidet sich danach zu gehen. Genau. Ja, ist auch ziemlich fies, weil du hast als angreifende Person das Gefühl, ja geil, ich spiele nur gegen eine Person, weil du siehst nur eine Person und willst dann irgendwo dahin spielen, ne, irgendwie rechts, links von dir, rechte, linke Schulter, aber die Person steht ja genau in deinem Rücken, das heißt, sie kann sowohl deine rechte als auch linke Schulter abdecken und kommt dann aus dem Nichts so blindside-mäßig. Ja. Ist sehr, sehr unangenehm. Da drüben. Ja, Stimmung ist drüben, muss man leider ehrlich sagen, ein bisschen besser als hier, weil ein paar Leute mehr da sind. Aber es pilzt sich langsam hier, muss ich auch sagen. Ja, spätestens wenn das gleich in zwei Sätzen durch ist, so oder sein sollte, dann kommen die Leute eh halt rübergelaufen, von daher. 3-6. Auch wenn der kommt, ist ja. Zweite. Noch auch, also auch von der Quote her natürlich einfach bei Fabi und Joscha noch nicht auf dem Level, wo sie hin müssten. Ich kann ja sagen, die Quote war bei Weitem besser im dritten Satz. Viertelfinale. Ja, da ging aber alles, auch gefühlt. Also da war wirklich, ja. Aber da Joscha ist keine Kranken, hat es geschlagen. Ja. Also, aber er hat zumindest mit viel, viel Topspin oder einfach Power auf die linke Hand gezimmert. Körpernah, bewusst, also bewusst oder unbewusst, aber sehr körpernah, dass es eine eklige Annahme wird. Komm, hier! Set Touch. Nächstes gutes Set. Er ist in der Pocket. Ja! Nächstes Mal Pocket. Er ist Pocket. Ja. Der ist so wie der euer Pocket. Das ist derselbe Ball. Come on. Ich auch gesagt. Ja, geh mir ab. Wenn ihr bitte alle noch fünfmal gegen das Set dreht, damit wir es auf dem Mikro hören. Keine Ahnung. Komm. Egal. Ja, also. Aus meiner Sicht hast du es zugesehen. Ich will es. Nochmal, jetzt sehen wir es von der. Ja, da sehen wir es. Ich bin mir nicht so sicher.
ey. Der springt schon eher weich raus, aber das ist so, ich glaube, also die Observer sehen so aus, als würden sie ihm Blue geben. Rim. Ja, wer hat? Ich dann hat? Ach, drei. Wow. Kann schon gut sein. Ja, ja. Ja, okay, nehmen wir mit. Ja, alles gut. Ist auch, also mein Gott, dafür sind die Observer da, damit die entscheiden, die sitzen ja auch nochmal oder stehen bis eher dran, okay, als wir. Aber damit wird es sehr schwer. Ja, das war jetzt ehrlicherweise schon die Vorentscheidung. Oh, ja, genau, okay. No Man's Land, viel zu weit. Ja, No Man's Land. Da war niemand zu Hause. Ja. Aber ich. Also auch da viel zu weit rotiert, also sie geben auch danach so ein bisschen, ne, Feedback sich gegenseitig. Das Ding ist auch, Fabi hat im letzten Moment nochmal eine Vierteldrehung gemacht und dann erst geschlagen. Das heißt, sein eigentlicher Open stand Julian gut. Komm. Weiter. Ja, eine kranke Relay gerade. Cut! Come on! Das ist so geil, come on! Das ist so, das ist der Unterschied. Julian, die, guck mal, die haben jetzt schon wieder, sind sie in Break-Kassiergefahr und irgendwie kriegen sie ja trotzdem hin, sich da rauszubinden. Also sie, am Ende kassieren sie einfach wirklich wenig Breaks. Ja. Geiler Touch. Du darfst. Ich stehe da drüben, glaube ich. 19? Warte mal, wir stehen ganz anders. Vielleicht muss ich mir mehr Videos von Jan angucken. 9-4. Weil ich. Jan hat auf mich, oder? Ich habe das Gefühl manchmal, dass ich zu viel Defense zum Beispiel spiele für Anführungszeichen kleinere Leute. Also 1,80 ist ja nicht klein, aber einfach ich bin halt 1,92, 1,91. Zwar nicht so groß wie er, aber hier stehe ich auch viel zu nahe oft. Ja. Erster. Ja, das ist ja auch wirklich was, wo du super viel machen kannst. Distanz zum Netz, also wirklich, wie eng bist du dran? Stehst du auf der No-Hit-Zone-Linie? Stehst du zwischen No-Hit-Zone-Linie und Angabenlinie eher so auf der Halbdistanz? Oder gehst du wirklich nochmal ein Stück? Das ist halt und genau diese Feinheit. Um den Winkel wegzunehmen, zum Beispiel auch. Also wenn ich kleiner bin, muss ich ja näher hin, um den Winkel auch gleich wegzunehmen, wie zum Beispiel Jan. Der kann einen halben Meter vom Netz wegstehen, mit dem gleichen Winkel weg. Ja, klar. Ja, da geht es natürlich auch irgendwie noch Spannweite von den Armen, ne, die auch Jan, wie man eventuell sieht, ziemlich hat. Voll. Also das sind wirklich so die Feinheiten dann am Ende des Tages, wo sich eine gute Defense-Mannschaft nochmal von einer extremen Defense-Mannschaft unterscheidet. Wirklich die Positionierung häufiger on point zu haben. Ja, absolut. 5-9. Ja. Erste. Boah, jetzt Joscha muss mal langsam zünden, weil es ist schon 19. Du willst spielen? So. Ja. Spiel mal. Du bist sehr schön. Nee, drüber. Den legt er dann nie. Ja. Also, ich bin nachgefragt. Ja. Ja, auch Kommunikation, ne? Wie du willst. Dann quasi zweite Person entscheidet, ne? Je nachdem, wie der Receive ist. Jetzt Zündung. Alles gut. Die war aber gut. Also, dann ist halt, glaube ich, bei 15, 19 vielleicht die Konzentration bei Julian doch mal 3% weniger als sonst. 16, 19. Ja. Ja, ich will auch keine Spannung rein, den. Ja doch, also naja, wenn jetzt noch einer durchgeht, pass auf. Dann sind es nur noch zwei und dann fängst du an zu denken. Aber dafür muss er jetzt halt auch durchgehen, ne? Jan, du hast den. Ja, komm Josh, setzen wir alles. Jetzt mit großem On-Point. Da schaut jetzt auch nochmal mit ganz Stance. Ja. Er wird zusammenziehen, glaube ich. Zweite. Ja, macht er auch. Dann noch linke Hand. Ja, zusammenziehen für die es nicht verstehen. Es geht darum, quasi das gegnerische Team nebeneinander zu stellen. Das heißt, in dem Moment, wo Joscha so weit links raussteppt, muss die annehmende Person auch links raussteppen, um eben dann drauf zu gehen. Dann hat er noch einen Lefty, weil er links hin ist. Das heißt, die beiden sind quasi gezwungen, fast nebeneinander zu stehen. Also Jan stand schon fast neben ihm. Erleichtert Defense, weil die Wahrscheinlichkeit für einen Abschluss dann gerade zur Linie, also egal ob jetzt Pull oder Push, erhöht ist. Und gleichzeitig ist der Touch einfach schwieriger für den Second Receiver. Das Set ist dann. Gegenläufig ist auch, gibt es manchmal keinen Sinn mit. Also es gibt auch Menschen, die ziehen dann auseinander. Also, ja, das macht den Touch ja noch leichter. Ja, du stehst ja als Offensivteam dann halt quasi mehr oder weniger schon fast gegenüber, was ja eigentlich fast die Idealsituation ist, weil du halt wirklich überlegen kannst, spiele ich den On-Two sogar oder lege ich nochmal rüber, öffnest viele Winkel. Ja. Ja, speziell so beim Zusammenziehen Hit und Two finde ich extrem schwer. Ja, aber das machen ganz, ganz wenige. Kommt einer, Fabi? Oder willst du ihn nochmal? Wer da mal vor Jan würde meinen Schritt machen. Let's das go! Ist gut. Ich schaff's halt schon fast, meinem Gegenüber, meinem Partner auf den Arsch zu hauen. Echt? Nice. Ohne Foot-Track. Also, nice. Also nicht, während dem Schlag muss ich extrem aufpassen, dass ich Foot nicht zurückgehe, aber so der Stand an sich jetzt mal, wenn ich es langsam mache. Das ist halt so ein halber Spagat am Anfang. Jetzt wird langsam nochmal. Jetzt wird es nochmal kribbelig mit 18-20. Du gerade so, ja, kann ich meinen Partner auf den Arsch hauen? Ich so, nice. Eigentlich auch doof, weil, ne, muss man vielleicht mal fragen, bevor man zugehaut. So, jetzt haben wir aber nochmal zwei Chancen für die Rainbow Warriors, doch nochmal ranzukommen. Das wäre jetzt nicht so überraschend, aber ein bisschen schon, weil es sieht eigentlich aktuell nicht danach aus. Schauen wir mal, was Fabi macht.
Er kennt kurz. Ja! Er kennt kurz. Der war gut. Er wird nicht gecallt. Timeout. Philipp Kessler sagt gerade Footrack. Ja. Ja, er hebt den halt dreimal hoch, ne? Also. Und diesmal war es sogar wirklich langsam. Ja. Dann sind drei Observer. Ja, schwierig. Zeig's Conny gerade mal kurz an. Conny ist halt komplett unbild. Digga, Footrack sein oder der hebt den voll ab. Oh, hier. Und weg. Conny noch mal hingucken. Der Ball ist noch nicht auf dem Netz. Vor der Fuß hochgeht. Aber ist egal. Also, es ist ein Sport. So ist es halt. Ja, also der Fuß ist erst hoch, bevor der Ball drauf ist. Ist in der Realgeschwindigkeit super, super schwierig. Kann man Conny keinen Vorwurf machen. Ist auch okay. Er weiß das jetzt, achtet mehr drauf. Und Ronald. Ja. Danach ist halt, ja, das sind Millisekunden, ist halt super schwierig. Ja, also erklärt auch klar, dass es einfach super schwer zu sehen ist. Er versucht am Schluss nur darauf zu achten. Also ich weiß nicht, ob er jetzt gerade überhaupt in der Position war, aber sie versuchen halt darauf zu achten. Schauen wir mal, ob wir den Ausgleich. Das wäre so krass. Das wäre so krass, wenn jetzt ein Ausgleich. Also und dann noch gewinnen, Alter. Ja, das wäre so random, weil es läuft die ganze Zeit nicht. Dann wäre es für Julian aber auch einfach mental echt extrem hart. Ja. So weit vorne, die ganze Zeit, also komplett unter Kontrolle. Nein! Ist auf dem Rim. Oh. Aber Fabi geht volle Kanne drauf. 21-19. Das sieht so knapp aus, dabei war es den ganzen Satz lang so deutlich. Ja, ich hätte es gefeiert, hätte er kurz nochmal gemacht. Ja, das wäre natürlich stark gewesen. War einfach so, genau der, weil, hey. Ja, absurd, ey. Erster Satz 21-19 an Julian. Früh in Führung gegangen, 4-1, glaube ich, durch Julian Serves. Dann kaum was anbrennen lassen, mit den 3-4 Punkten Vorsprung durchgelaufen, am Ende nochmal rankommen lassen, Fabi und Joscha, aber es dann am Ende doch noch durchbekommen. Ja, so lässt sich eigentlich gut zusammenfassen. Ja. Ich glaube auch, also ich hoffe für uns jetzt, für die Spannung auch, dass speziell Rainbow Warriors nochmal daraus was ziehen. Hey, wir können die auch assen, wir können einfach ein bisschen unkonventionell auch mal wirklich so einen Drop einstreuen, wo jeder damit rechnet, dass er einen Topspin Backhand macht. Du musst ein bisschen außerhalb des Rückmusses kommen. Das wäre eine gute Idee, das stimmt. Ja, währenddessen wird mir gefragt, was gucken Leute im Hintergrund? Ja, es ist das andere Halbfinale Eisenträger Sima gegen Willy Wonka. Den kannst du gerne mitnehmen, ja. Das andere Halbfinale, was antizipiert wohl spannender sein soll, ist im ersten Satz scheinbar nicht wahr. Aber müssen die Leute selber wissen. Hat ja auch nicht schlecht reden. Ich verstehe das ja auch, weil ich verstehe das auch vom, vom Potenzial her, das Willy Wonka hat, ist das auch das spannendere Spiel. Weil Willy Wonka, glaube ich, was das Talent betrifft, uns einig, also ist das zweitbeste Team Deutschlands. Ja. Hat nur heute früh gesagt bekommen, dass sie das Potenzial heute nicht abrufen können werden, weil ja, Rasmus eben ja, Rückenprobleme hat, nicht bei 100% ist und dann war das leider zu erwarten, dass es eventuell doch nicht so knapp wird. Dementsprechend haben wir uns für das andere Halbfinale entschieden. Und wenn man sich den Score hier anguckt, war es eine okay Entscheidung. Ja, denke ich auch. Ich sehe es auch ein bisschen. Ich mag Willy Wonka vom Zuschauer noch mal, ja. Er ist einfach sehr schön, teilweise ein athletisches Game auch ein bisschen mit Berliner allgemein ein bisschen. Ja, klar. Die sind ja alle am Hinterherhechten und was immer. Aber den schönsten Jump hat heute Ivo gebracht in den dritten Satz. Letzten Punkt. Ja, der war krass. Der ist echt Sprung, ey. Haut da die Waffe. Ja, absurd. Ja, vor allem während ich sage, dass das ein deutliches Match für André Gesima ist, schreibt Wachsam Live, dass Wonka gerade deutlich führt im zweiten. Ja, gut. Also... Ey Leute, es ist eine 50-50 Entscheidung. Ist ja gar nicht als Vorwurf gemeint, ist ja erstmal nur eine Sache Information. Ich weiß. Aber natürlich sorgt das dafür, dass das, was ich gerade gesagt habe, sehr blöd jetzt klingt. Das nehme ich auf mich, ist okay. Kommentar von Cases sind meistens gut bei dir, die altern auch meistens gut, eigentlich. Ja. Mega, ja, da gibt es dann noch so ein Reel später oder so. Da gibt es diverse. Das Grundsatz. Ja, Dr. Beff ist am Start. Dr. Beff. Ach, wo wir gerade bei Dr. Beff sind, der hat ja bei Masters Kiel hat der ja so eine schöne Sonnenbrille gewonnen. Mann. Wollte danach eine Story machen, auf die warten wir heute noch. Hat er gestern gemacht. Ja, in Vorbereitung. Okay. Ausrufezeichen Giveaway. Ja, da könnt ihr eine Brille von Athletes Eyewear gewinnen. Das ist das Modell Game Changer. Das ist nämlich das wunderschöne, nur in einer anderen Farbe. Ich glaube, wir haben Black Gold. Black and Gold wegen DM. Gold. Oh. Weiß ich gar nicht, ob das der Grund war. Nein. Also das ist dieses wunderschöne Gerät nur in einer anderen Farbe. Ausrufezeichen Giveaway. Lest euch die Teilnahmebedingungen einfach durch. Eine 5-Euro Donation ist ein Ticket in den Lostopf. Das ist richtig. Und dann seid ihr dabei. Und das ziehen wir dann morgen Abend wahrscheinlich in Ruhe. Dann gibt es eine Brille, die kostet auch echt Geld und ist echt gut. Ja, also die Gläser sind
Total gut. Muss ich einfach sagen, ist toll, richtig, das richtig toll. Ja. So, ja, nicht zu so dunkel. Das ich mal wieder könnte. Gut nach. Boah, es sieht so viel besser aus. Ja. Guck mal, Fabi, ja, ich habe meine Fabi Klaus direkt von einer 9 zu einer 10 geworden. Genau. Mit mehr Biss. Ja. Gut. Keiner macht auch so ein Zeichen gegen Rain Chat. Nee, das ist Philipp wohl. Gerade stark. Nee, lass die Leute machen. Ja, aber macht ja keiner. Macht doch keiner von den 240 Leuten. Wir wollen alle keine Brille gewinnen für 180 Euro. Boah, ein Satz ist ein guter Deal. Und wir haben, wissen wir, wie viel wir drin haben? Ich glaube, wir haben vielleicht so 15 Leute drin. Also sag das nicht. Ich hoffe, dass nicht so viel drin sind. Dann kann ich noch nachdenken. Achso, nee, macht alle nicht mit beim Gewinnspiel. Nein, macht Maxi, nicht mit, Maxi will gewinnen. Ne? Ja, ja. Wir haben die Entscheidung abgegeben, glaube ich. Ja, deswegen dürft ihr jetzt entscheiden. Ne? Wie bitte? Ob ich eine Sonnenbrille habe? Ja, hier ist eine. Ja. Observer. Teuer. 180 Euro Brille, ne? Conny, wenn du die kaputt machst, ist scheiße. Ja, Conny kann das bezahlen. Ja, ist. Ja, das ist. Boah, ich sitze hier. Ja, so, Conny, Conny ist mein Gott. Also, die ist ja voll Conny, krass. Conny, dann jetzt auch die Footfalls, ne? Die muss er jetzt auch noch sehen. Boom, hast du das war ein Banger. Ja, ja. Jan, machst du zwar weg. Elf? Wir haben nur 11 Leute drin. Elf Lose? Alter, 1 zu 12, wenn man reinhaut. Leute, für 180 Euro Brille, mit 5 Euro Einsatz, also mathematisch gesehen müsst ihr jetzt alle reinschmeißen. Weil nein, macht das nicht, Leute. Macht das nicht. Das ist keine gute Idee. Krass. Okay, ah, okay, Nummer. Halt da grundsätzlich auf mich. Ich weiß nicht. Naja, wir haben erstmal 1-0 wieder für Julian. Und schauen mal, ob Julian so weitermacht, wie Julian im ersten Satz angefangen hat. Alter, heftig gedingst. Das war richtig on point. Alter, das ist... Komm, böse. Er macht halt genauso weiter, ne? Guckt euch das an, geiler Winkel, zack. Wahrscheinlich ist halt auch schon ein richtig guter Receiver, ne? Wenn der so geaced wird. Ja. Boah, ist der knapp. Der auch nochmal kommt, ey, dann haben wir schon wieder eine 3-0. Vorhersage, die Leute gehen jetzt voll auf Julian. 50.000 zu 22.000. Ist, da haben die Leute jetzt Bock, ein bisschen Geld bei Julian reinzuschmeißen. Also du gibst jetzt wirklich hier parallel nochmal, ne? 2-0, ja. Ja, ich muss aber den scheiß Link kopieren. Ja. Und jetzt abwarten. Also rufen mit dem Spend nicht so niederschwellig. Ja, wir haben PayPal. Voll niederschwellig. Also. Wir hatten mal eine Zeit lang, da musste man spenden mit einer Kreditkarte. Das war schwierig. Hast du gerade den Anwurf gesehen? Ja. Den hat er gerade vorher das zweite Mal gemacht. Ich hab nur aufs Netz gerade geguckt, deswegen habe ich den Ball nicht mehr gesehen. Deswegen hatten wir vorher die Tische da. Ja, ich weiß auch nicht, warum das jetzt so wichtig war, die wegzunehmen. Aber, nein. Wollten die weggeben. Ja, Philipp steht jetzt einfach hier statt. 1, 2. Weg, wir brauchen was zum Beschweren. Ja. Zweite. Schnell bitte. Machen wir was zum Beschweren, schnell bitte. Z, muss ich da irgendwas reingeben? 100 Pommes dazu. Brille. Dann mach's mal hin. Ja. 3-1, Mama. Ja, und Conny... Wird's nicht, ja, kann schon sein, dass an dir lag. Okay, oh, komm, stark. Ja, haut den mal weg. Aber Jan auch stark mit der Angabe, ne? Wenn der jetzt auch noch hinterherlegt, dann haben wir wirklich, also, das heißt Problem, aber dann haben wir ein Problem. Letzte Sekunden für die Vorhersage. Wir haben noch ein paar Sekunden Zeit, es sind 100.000 Coins okay, drin. Warte, jetzt reinschmeißen. Jetzt. Let's go. 3, 2. Easy. Wir sind wirklich noch mal ein paar reingeflogen. Und Cheese gegen 8 Lil hat 10 Euro reingeschmissen und damit 2 Lose. Darfst du überhaupt mitmachen, wenn du hier sitzt? Ah, nee, wird ja morgen ausgelost. Steht nur drin, keine Vorstandsmitglieder. Naja, ja, bisher nicht im Vorstand. Ja. Ja, dann ist cool. Nee, wir machen das natürlich. Ich darf ein Gewinnspiel von der Liga nicht mitmachen. Ja, das hoffe ich. Oh. Warum? Ich hatte... Ja, dann mal wieder aufs Spiel gehen. Haben jetzt sehr lange über das Gewinnspiel gesprochen. Wer da nicht teilnimmt, ist selber schuld. 180 Euro Brille von Athletes Eyewear Game Changer, gutes Ding. 4-2 für Julian. Und danach streamen wir natürlich das Frauenfinale. Vollkommen richtig. Oh, da ich bin. Hier. Schnelles Set. Holy shit. Geiler Receive, ja. Fabi. Mascha sagt auch, geiler Receive, Fabi. Sag mir mal, gib mir eine geile Receive, nicht irgendwas einfach. Weißt du, was ich meine? Ja, aber das ist doch geil. Ja, ja, aber sag mir, gib mir eine geile Receive. Ist sexy as fuck. Ja, ich weiß. Was, die Diskussion habe ich nicht verstanden. Kannst du mir helfen? Er sollte irgendwie was anderes sagen. Also,
sind so, denen ist die Kommunikation sehr wichtig und dementsprechend, ja. Nicht geile Receives, sondern geile Receives. Ja. Ja. Geil! Oh, was war das für eine Angabe? Das war ein ich stoppe den Ball ab, Reverse Cut. Der ist doch ganz weit angeflippt und dann kurz. Was ist das? Ja. Das hat der. Da ist Joshua Tischtennis-Spieler auch an der Stelle, oder? Also, das ist ja absurd. Stark. Und 4-4. Ja, krass. Nicht abhängen lassen, nicht abhängen. Danke. Nice. Ja, und die Leute verstehen endlich mal, dass hier richtig was am Start ist. Wir haben hier Bum Bum Johnny. Ja, Grüße gehen raus. Bum Bum, mein Lieber. Larissa, nehme ich mal an, bei dem Norm. Und Conny hat es dann doch hinbekommen. Er hat verstanden, wie man spendet. War offensichtlich doch nicht so schwierig. Conny, let's go. Weiß nicht, ob er Pocket ist. Come on! Keine Ahnung, das kann ich sagen. Ja, das ist auch zu spät dann, aber. Komm, Josh, mehr. Direkt mehr Pocket. Und Jonathan müsste 5-4 sein, ja. Ja, und das war der dritte. 5-4? Ja. Erste. Läuft gerade heiß, ne? Ist wichtig, ist verdammt wichtig. Let's go! Junge, sag mal, machen Sachen, ey. Was ist da denn los jetzt? Aber glaubst du wirklich, dass dieser Anwurf vom Spin-Him was bringt? Zum Beispiel jetzt hier. Er ist nach hinten gedreht, aber am Schluss hat er Topspin. Das heißt, er schlägt gegen den eigentlichen... Gute Beobachtung, duarte Auge. Hätte ich so nicht gesehen. Ja, ich glaube, das ist eher so eine Routine quasi. Also er ist einfach das gewohnt, er macht das halt so. Aus irgendwelchen Gründen hat sich das für ihn so eingebürgert, auch wenn es vielleicht keinen richtigen Effekt hat. Ja. Und ja, sind wir schon drauf eingegangen. Auf die ganzen Spinnen. Das Conny jetzt auch mal... Nee. Der Tropfen, ja, rechte Kamera. Wir sehen da keinen Fleck, ehrlicherweise. Okay. Weil liegt an dem Handy. Meint er den hier? Aber das ist Verfärbung von einem Rasen, oder? Der tanzt viel. Das könnte ein Fleck sein. Ja, also auf jeden Fall danke für den Hinweis. Wir gucken mal. Ja, wenn das jemand weiß, dann Jonathan, ne? Komm, Josh. In der Zwischenzeit kommt hier die Sonne raus. Müssen wir nochmal appreciaten, dass gerade Josh hat 6-4. Ja. Asse, aber auf jeden Fall 2 Asse. Jetzt. Ist schon 2-4, steht jetzt 6-4. Ja. Ja, jetzt 4 Dinger in Folge. Ja. Also einmal müssen wir gleich rein. Alter, gut. Jawohl. Korrekt, komm mal. Das ist wichtig. Da zu sein, zu zeigen, jetzt sind wir mal da. Ja, voll. Ja, ich meine, bis halt jetzt bei 5, 6. Ja, und weg. Aber du bist jetzt mal im Break 4. Also sind halt den ganzen ersten Satz hinterhergelaufen. Jetzt sind direkt in der Sonne, ne? Ich war so geblendet. Ach, aber du bist das erste Mal um im Break 4, ne? Ja. Ich muss dann eins machen, entweder so oder so. Okay. Mal gleich hier auch die Regenjacke ausziehen, wenn es weitergeht. 7-5. Ja, soft. Abi. Backhand. Holla, die Waffe. Jetzt haben wir mal den Topspin-Backhand gesehen. Nur so nebenbei, ich glaube, da hinten hat Willy Wonka gerade den zweiten Satz gewonnen oder das Game. Aber wenn, dann müsste es sein Satz zeitlich sein. Ja, das war der zweite Satz. Oh Mann, ey, und jetzt wird wieder irgendwer. Oh, Calimero, 25 Euro. Let's go. Jetzt wird irgendwer das gleich klippen und sagen: Bumm. Und hat damit auch recht. Ja, hätte ich nicht gesehen. Hätte ich wenn man hier, man expost sich ja einfach. Man macht das Aussagen und... Wenn ich damit nicht umgehen... Was? Hide Call. Haiwara auch, oder? Haiwara nicht. Nee. Wir callen Fehler. Mal kurz drauf. Ja, der ist gerade geblieben. Der ist einfach nur gelobt. Der ist so gelobt, aber der ist gerade geblieben. Zeit hat er gecallt. Hey, ja, ich wollte gerade sagen, Side ist. Ist auch, also ist ja auch schon auf Server Clean Call, oder? Ja, so, ja, auch gibt's ja verschiedene. Komm. Ah, okay. Wollen wir Timer nehmen? Was ist jetzt Phase hier, ne? Ja. 9-5. Ja, wo wahrscheinlich. Hier. Ich glaube auch. Bonk hat gewonnen, ja. Ja, dann sind wir jetzt mit einer 3 Punkte oder 4 Punkte. Rainbow ist am Start. Also, es läuft quasi in die andere Richtung, wie es im ersten Satz lief. Das ist überraschend. Ja. Das ist aber gut. ja, wir könnten denen direkt Bescheid sagen. Dann bubt der auf einmal hoch, der Jan. Ja, spannend. Das ist dein Eisenträger, sieht man doch im dritten Satz gegen Willy Wonka. Ja, kann ich mir jetzt nur inhaltlich entschuldigen. Also, ich glaube mal, die Tipps vorneweg haben dir recht gegeben mit 1,1 auf Erstplatzierung. Als Durchschnittswertung bei unserem Tippspiel. Ja, und das ist, mein Gott, also sind ja auch immer so Sachen, wenn du dann halt hörst, ist nicht fit und so, weiß man auch immer nicht, ob das A
auch so stimmt und B, ob das dann noch so schlimm ist. Das kann sich auch im Verlauf des Tages dann so ein bisschen einspielen, offensichtlich. Ja, ist so. Oder Emil hat einfach einen richtig großen Rucksack aufgetragen. Ja, oder ja. So, nochmal richtig Gas jetzt. Ja. Gut. Damit aber wieder zurück zu diesem Spiel. 6-9. Wir haben eine Führung für die Rainbowers, aber es muss eigentlich 10-6 wahrscheinlich stehen. Ja. Wir kümmern uns im Parallel schon mal darum, dass die Frauen sich warm machen für das Frauenfinale, logischerweise. 10-6. Ja. Erste. Danke, Wachsam Live, dass du mich ein bisschen unterstützt, damit die Entscheidung getroffen wurde und das halt jetzt so ist. Beruhigt meine Seele. Danke, Julian. Auf geht's. Ey, das wird doch, glaube ich, ja, bis heute Abend wird es noch andauern und dann morgen wäre auch wieder okay. 10-6? Ja. Aber bis morgen wäre kacke. Ja, schöne Angabe. Hoppla, Dame! Fabi ist fast da, Fabi ist fast da. 10-7. Geil. Bin mal ein. Und ich brauche seinen Sonnenbrille doch nicht mehr. Ich hier wieder nehmen. Da lacht sogar der Jan. Jan, so das nice. Gelogen. Komm mal, Josh. Ja, ist krass, ne? Nachdem wir vor anderthalb Stunden so richtig weltuntergangsmäßigen Regen hatten. Okay, so schon war es nicht. Aber haben wir jetzt hier wirklich wieder Sonnenschein? In Hamburg zeigt sich wieder von der üblichen tollsten Seite. Ja. Ne, ist auch noch ein Traumstadt, seit ich hingezogen bin. Ist wirklich schön. Ach so, wir müssen noch Calimero 25 Euro gespendet. Wahnsinnsaktion. Also das ist wirklich geisteskrank gut. Lose für die Brille, diese hier, nur in einer anderen Farbe. Ja, kannst du mir geben? Komm! Oder so noch geiler, Julian. Kannst du mir geben? Nee, lass mal. Ich darf da nicht stehen bleiben, ich muss direkt rennen. Ja, direkt. Das ist meiner. Ja, guck mal, finde ich bei Joscha und Fabi aber auch geil. Sie geben auch dann direkt so, das ist meiner, muss ich direkt besser machen, so dies, das. 8-11? Ja. Na gut. Und ich mag es ist trotzdem, auch wenn es jetzt gerade 3 Punkte sind, ein spannendes Game noch. Ja, also. Wow! Er fängt hin und schießt. Ich wollte gerade sagen, weil was immer passieren kann, ist, dass Julian mal anfängt wieder zu surfen, wie er am ersten Satz gesurft hat. Und genau in dem Moment passiert es auch. Ja. Und sieht man jetzt hier auch wirklich sehr gut. Und Joscha fängt ihn. Aber wenn er ihn fangen kann, kann er noch spielen, oder? Ja, ich muss so sagen. Ich glaube. Wir müssen mehr Gas geben. Ja. Doch, so geil, Fabi. Wir müssen mehr Gas geben. Zweiter. Ja, klar, oder nicht? Hi. Schmutz. Mal Gas geben. Halbfinale Deutsche Meisterschaft. Ich glaube auch. Ich habe mir gerade überlegt, lass mal Willy Wonka den dritten Satz gewinnen. Dann gehen die da raus und denken sich schon, ja, wir spielen jetzt gegen ES. Und dann haben sie gesagt, nee, ich spiele gegen Willy Wonka. Wie, was, wo? Ja, aber weiß ich gar nicht. Und wir spielen um Platz 3 gegen ES. Ja, das ist auch ein Traum, ne? Wieder mit der angespinnten Routine. Spannend, dass er jetzt gerade so ein bisschen häufiger drauf zurückgreift als sonst. Ja, aber einfach so, das läuft nicht, was einfach im Umstellen ist. Wieder nichts. Ja, und das läuft jetzt, deswegen macht es weiter. Vollkommen okay. Und warm hinten die Kamera einmal kurz peppert, aber steht. Gut. Ja, aber ich weiß gar nicht, ob das jetzt für Julian oder die Rainbow Warriors, je nachdem, wer gewinnt im Finale, das ist so eine krasse Überraschung, weil ich glaube, die Jungs können untereinander schon einschätzen, dass Emil und Rasmus, was ich ja vorhin schon richtig gesagt habe, das Potenzial dazu haben. Absolut, so, absolut. 10-12. Ja, Punkt. Ja, erster. Du! Schöner Doppelblock. Keine Ahnung, wer da den Touch hatte, du, aber... Come on, let's go! Einfach schlager Doppelblock. Jan umläuft, ey. Es gibt aus meiner Sicht keinen Menschen, der sich aber so geil über so eine Aktion freut. Ich muss den geiler machen. Ich könnt euch das jetzt gleich. Ah, so, war schön. Und wir sind wieder fast. 11-12, ja. Erster. Hi. Scheiße. Bleib unten. Ja. Alles gut. Komm noch rein? Ja. Sag nochmal. Ruf mal kurz. Same. Absprache bei Julian. Zweiter. Wir kurz standen. Du! Im Liegen, er hat ihn im Liegen. Komm, mach ihn! Ich. Und Fabi hat den, er läuft den. Was ist das für ein Relay jetzt schon? Mach weiter. Er hat ihn nochmal. Ja. Fabi liegt auf dem Boden. Komm, Alter, ist das denn im Ernst? Mein Gott. Oh. Ey, zwischendurch lagen 7 Leute auf dem Boden. Also Leute mehrfach. Ja. Wie 4 plus die Observer? Ja, also das wäre jetzt noch gefehlt. Also Bild, dass er ja nur das Ende der Rallye mit einmal klippen jemand oder wir machen Markierung natürlich auch. Let's go. Bild.
Also erstmal, dass Jan den ersten Touch hat, der im Liegen steht dann auf, macht ihn. Also ihr habt's gesehen. 12-12. 12-12, Leute. Das ist echt. 12 beide? Ja. Und kribbelt's. Merkst jetzt auch, dass hier so. Ich war einfach weniger los ist hier in dem Set, aber. Lefty? Ahnung. Ja. Im Greif. Also auf jeden Fall nicht da hinten bei Ajay. Ja. Erster? Nee. Aber sonst, ja, absolut. Joni, Jonathan fragt, ob er 5 Euro fürs Gewinn spenden kann, dass er meinen Vater laufen kann lassen kann. Also dein, kann er einfach deinen Vater 5 Euro spenden. Ja. Die Brille dann geben. Ja. Das ist halt einfach auch eine Variante. Ja. Also die Idee. Ja, kein Problem. Scheiße, zu jung zu sein. Ja. Naja, aber trotzdem ein besserer Spieler als die meisten Leute, die älter sind. Wenn wir jetzt entscheiden, was schlimmer ist, ne? Weil älter wirst du automatisch. Besser nicht unbedingt. Geil. Ja, nice. Ja. Mit dem einer mit Rounded angefangen hat. Und dann auch schon mit dem Content und mit den Bildern, was Leute drumherum haben. Ja. Grüße gehen raus, Jonathan. Ey. Machen wir nochmal 2 Jahre weiter und dann stehst du hier im Halbfinale. Ja. Ein Jahr oder so. Oder halbes, je nachdem. Ein bis eineinhalb Jahre, ja. Und schon so vorhersagen. Ja. Let's go. Schön. So, jetzt sind wir natürlich in der interessanten Situation, die wir in diesem Spiel noch gar nicht hatten, dass es wirklich jetzt Side-Out gehen könnte. Mhm. Bis zum Satzende. Ja, ja. Was bis jetzt halt noch gar nicht passiert ist, weil einfach eine krasse Führung gab. Pavillon da hinten. Der Pavillon da hinten hält. Der hält. Sieg. Natürlich. Wir haben den dort bombastisch festgehängt. Okay. Das Tor fängt auf jeden Fall nicht an zu fliegen. Ja. Aber Joni, noch ein witziger Gedanke. Überleg dir mal, ob du nächstes Jahr vielleicht mit Jan spielen willst. Dann hätte so einen witzigen Altersunterschied, der wäre schon wieder gut. Ja, komm. Ja, stimmt. Ja. Oder mit MGL. Auch MGL gut. Wird nächstes Jahr 40. Okay. Auch gut, genau, überleg dir das mal. Nee, jetzt sind schon 14. Aber nichts gegen MGL, aber Jan steht zumindest jetzt schon im Halbfinale. Ja, ja, gut, ist und ja, hat auf jeden Fall klare Chance. Ja, okay, du meinst dann aus sportlicher Sicht auch noch. Ja, wollte jetzt das? Alter, das ist plus Fabi hat den Touch. Fabi hat den Touch. Break Chance. Du, weiter. Oh, Jan hat den auch. Du, yes! Mann! Ja, Fabi schreit einmal wirklich den gesamten Platz zusammen. Würde ich aber auch. Er hatte die Chance, den Ball tot zu machen. Klar war es ein schwieriger Abschluss, aber. Ja, bei 15-13 wäre natürlich schon schick gewesen für die beiden, muss man einfach so sagen. Ne? Jetzt haben sie wieder 14-14. Aber sie sind dran. Also du merkst im Vergleich zum ersten Satz, wir haben die Touches, wir haben die Möglichkeiten, Breaks zu generieren. Das hatten sie im ersten Satz gefühlt kaum. Vollkommen richtig, aber es darf dir nicht rein. Du lagst schon vorne. Ja, klar. Und du da, also klar kannst du gegen Julian, aber du verlierst gerade Punkte in den Rallyes. Und das ist das Problem. Ja. Da musst du eigentlich dann stärker sein. Wenn du schon nicht 100% in die Erste kommen kannst. Und dann Jan auch noch anfängt zu Asten. Ja, das darf jetzt eigentlich passieren. Der ist nicht hoch. Er geht genau vor der Brust drauf. Warte nochmal kurz nach. Und ist okay, der fragt halt nochmal so aus Interesse einfach nach. Ne? Ist ja okay. Das war kein richtiger Call jetzt in dem Sinne. Ich meine, ob selber aufwärts zu spielen. Geiles Set. Bleiben jetzt. Mal hier kurz einen Spawn machen, weil Philipp. Komm und Fabi, bring uns rein. Bring uns wieder nach vorne. Hat das direkt ins Mikro? Jetzt ist wichtig. Ja, Vollgas. Er hat das Netz gerade umgestellt. Ja, das war einfach klare Ansage. Fabi, bring uns vorne. Ja. Gut, einfach auch klare Aussagen, was erwartet man. Ne? Ja, die wissen ganz genau, wie sie miteinander umgehen müssen. Das ist oft genug gemacht. Oft genug. Ja, zweite. Stop. Da fliegt ein bisschen Müll durch die Gegend. Ja, weg mit der Hosentasche, dann Julian. Ja, sympathisch. Yes. Zweite. Ach, so ein Platz, ich hab den schon. Nee. Ach, komm! Weiter. Scheißball. Komm doch. Fabi auch wirklich gerade richtig. Oh, ist. Komm, Josh, nur dir. Ist ja, der braucht das. Fokus, voller Fokus. Der braucht das voll. Wo ist voller Fokus eigentlich? Wir haben 260 Leute im Raum und voller Fokus. Ja, da läuft irgendwas falsch. Auf geht's, Julian. Das läuft falsch. Auf geht's, Julian. So. 6-5. So, Julian.
Erster. Noch zwei Punkte weg. Nee. Oh, es geht auch manchmal so fließend immer dann über die beiden Aussagen, ne? Weiß man manchmal nicht, was. So, 16:15, wir gehen in die Crunch Time. Du guckst gerade Insta Live bei Ron und. 6:5. Ja, ich schaue nicht wirklich, ich habe nach dem Score gefällt. Ja, das ist smart von dir. Vielleicht kannst du uns im Chat schreiben. Komm, Josh! Wir mit einem 16:16 am Start sind und in die Crunch Time so langsam ein. Ja. Reingehen. Okay, Quick Time. Was ist dein Tipp? Für dieses Spiel? Ja. Komm, Josh! Rainbow Warriors und wir gehen drin. Okay, ich sag 23:11 für Rainbow Warriors. 23:11. Ja, 23:21, Entschuldigung. 23:21. Ich würde eigentlich 13:11 sagen, weil. Okay. Ziehen wir mal raus. Wir beide mit Rainbow Warriors auf den dritten Satz. Da können wir uns drauf einigen. Nee. Wenn das gut läuft, ist dann drüben auch der dritte Satz vorbei und die kommen alle hier rüber. Ja. Aber doch fantastisch. 8:9. 8:9. 10:8 für WW im drüben. Wer weiß ich auch nicht. Der Jonathan schreibt 10:8 für WW. Aber das war ja. Ja, dann war's vorher. Ja. Ah, da würde sich Wonka jetzt natürlich auch. Hi. I do Craze sagt auch. Aber so ja, für Julian, ne? Okay. Ja, okay. Merken wir uns. Doch, doch. Den noch nie received. Wollen wir dann gleich mal. Aber der ist auch durch, wenn er den hat. Ja, klasse, durch. Was wir natürlich auch. Okay. Komm mal. Ist unser Satz. Ist unser mach mal lieber keinen. Der Alter meist nicht gut bei dir. Bei mir. Das sind heißen. Jetzt in der Vergangenheit schon mal dumme Ideen gehabt. Also bis auf ungefähr jeden Tag, aber. Ja. Welcher schlägt sie nie? Ja, komm. Ja. Der verfolgt dich ewig. Einfach, aber ich glaube, das. Ey, das fand ich auch schon witzig. Ja, das ist doch einfach nur witzig. Hier. Von Julian. Hat er vorher aber auch schon zweimal mit Topspin. Ach, das ist, glaube ich, fast kein Cut. Nee, ich glaube, er macht den wahrscheinlich auch einfach nur, um zu zeigen, dass das potenziell auch mit links kann, dass man jetzt nicht zu sehr ganz halt nur auf rechts geht. Ja, für mich ist Janis ist auch nicht bekannt für seine krassen Cuts oder so. Kein bisschen. Also in meinem Kopf nicht. Da ist die Backhand. Da ist die Backhand. Das Placement gibt ihm so viel Winkel. Das ist unser Satz, Junge. Komm auf das Placement. Ja, das ist wirklich komplett rechts die Linie. Ja, und das macht so viel Winkel nochmal aus. Komm, Fabi. Wenn er mit dir kommt, hat Jan den. Und Fabi grinst jetzt auch so ein bisschen, weil der hat jetzt Bock. Der hat jetzt Bock auf den dritten Satz. Und Joni Macaroni hat 5 Euro gespendet, beziehungsweise ich hoffe, wenn wir da gleich reingucken, hat er dann Papa per PayPal gemacht. Das wäre wichtig. Jetzt kriegen wir hier Probleme mit dem Rechtsanwalt. Ja, kein Glücksspiel für Minderjährige. Ist so. Keine Angabe trotzdem. Oh. Komm mal weiter, Druck ist da, komm. Ja. Aber ich find's schön. Die beiden sind trotzdem. Wir haben zusammen auch in Erlangen das Mask gespielt, Julian und Barbie. Komm jetzt, Julian, mach mal. Jo, geile stimmt. Annahme, komm! Ja. Sind da im Finale gern an ES gescheitert. Ja. Weil auch potenziell ein EM-Team sein können. Ja, stimmt. Yes! Der ist hoch. Der ist 100%. Ja, ist auch voll. Ja. Also. Fabi taucht auch mit der Schulter, glaube ich. Ja, taucht mit der Schulter noch so ein bisschen ab, aber ist trotzdem high. Im Nutzen steht es wohl 12-10, Eisenträger 7 am anderen Spiel. Also haben sie von einem 8-10 auf einen 12-10? Zweiter. Krimi. Nee. Let's go, Josh. Komm mal, 5. Danke, Chat. Auf jeden Fall, dass ihr uns auf dem Laufenden haltet. Schwieriger Satz. Aber ich sag mal, die 270 Leute, die bei uns gerade zuschauen, sind doch auch gerade im Insta-Livestream, oder? Also das ist doch, die haben doch alle Second Screen am Start. Ja, einmal Laptop, einmal Handy und dann ist doch... Voll. So. Und wieder der Gesminde. Was? Ja, aber ich will die. Hätte ich auch gemacht. So. Also wenn du den so annimmst. Ja. Und den genau auf die Antwort liegt. Ja, voll. Lass den doch. Und das ist halt auch voll die krasse Qualität eines Teams, in Millisekunden zu entscheiden, oh nee, wir haben eine gute Situation, lassen wir laufen und nicht. So intuitiv sagen Rim. Weil sobald du Rim sagst, ist Rim ja, gecallt. Das machen ganz viele. Das mache ich auch manchmal. Das ist total dummer Reflex. Alles gut. Ja, kannst du wahrscheinlich abtrainieren, ne? Und auf dem Level trainieren sich das halt wahrscheinlich wirklich irgendwann ab und sagen halt, ey, lass uns bitte schauen, dass der zweite Kontakt entscheidet. 19:19. Und. Genau so. Der ist auch wirklich fast. Also 3 Millisekunden später und der hittet den halt voll gegen den Rim. Mhm. Also wirklich extrem stabil. Perfektes Timing. So.
So, Fabi grinst. Ja, Fabi weiß, er kann jetzt mit einem Backhand-Ass hier den zweiten Satz fertig machen. Kommt auch das Backhand-Ass. Oh, so knapp! Der weiß einfach, wie knapp das ist. Komm! Oh, Insta-Livestream ist bei RoundNet Berlin. Oder Berlin RoundNet. Oder Berlin 30 RoundNet, irgendwas. Ja, Berlin 30. Red Eagles Berlin. Okay. Ah, Berlin 30 ist Pair und Pair und Pair. Ja. 2020, wir gehen in die Overtime. Oh, das hätte Fabi jetzt schon geschmeckt, wenn er da das Backhand Ass zum ja, durchzieht, ey. Das hätte ihn so gepusht. Ja, glaube ich. Ja. Aber jetzt auch Julian. Julian ist das auch einer. Wer es trifft? 20 beide. Tschüss, beide. Müssen sie nehmen. Das Set ist gar nicht mal so geil. Nein, das ist einfach nicht gut. Der Swim. Wie schmutzig ist das? Also im Backhand, ich fand auch ein Offset-Flick, fand ich jetzt auch eine wilde war. Ja, aber also muss man erstmal, es ist gut, dass sie nehmen. Das Set von Joscha ist zu einseitig. Man sieht früh, wo es hingeht. Und dann tut der halt jetzt richtig weh, weil den kann er schon draufbringen. Aber selbst dann stehen sie beide auf der Seite. Also, ja. Auch appreciaten, wie schnell Julian gerade in die Defense rüber ist. Ja, ja, klar. Klar hat man es gesehen, aber da und hoch, rein, gesprungen, gutes Timing. Aber das ist bei allen vier diese Antizipationsfähigkeit, so früh zu sehen, wo das Set hinkommt und dementsprechend der Hit, das ist sagenhaft aus meiner Sicht. Spielen sie, Set ist gut, Finish ist gut. Wir kommen in meine Tipprichtung. Jo, stimmt. Du hast 3, ja, also müssen jetzt quasi einmal Rainbow Warriors. Rainbow Warriors, so rum. Side-out und dann anschließend. Und Joscha hat Angabe. Und Joscha hat danach. Nee, danach hat Fabi Angabe. Genau, und das habe ich voll durchgerechnet und das funktioniert. Ja, dann macht Fabi die Backhand. Ja, ja. Okay, schauen wir mal. Und ja, Alexa vollkommen richtig, die vier verschiedenen Trikotfarben machen sauer. Hab mich mal betroffen. dieser Film macht. Geil, Joscha. Das ist ein extrem mutiger Schlag für 21-21 im Halbfinale DM. Also so, und jetzt Fabi, mach mich glücklich. Ja, also den so zu spielen und also wollen dann nicht in der noch hin. Macht er dich glücklich? Komm mal, Fabi. Erstmal prügelt er noch einen Ball. Also erstmal Fabi macht mich sehr oft glücklich, aber sonst. Ja, erstmal prügelt er noch einen Ball nach Kiel. Geil, danke. Timeout. Haben die nicht schon eins? Wer weiß jetzt. Keine Ahnung. Also es kribbelt. Bei mir kribbelt alles. Das sind die Hamburger Mücken. Ja, ich habe gerade überlegt, auf was man das bezieht. Tatsächlich 83 Leute in meiner Schweizer World Eagles. Glaube ich, der meistgeschaute da live. 1912? Nein, kann ich. 1912. Bitte mal Chat nochmal kurz für wen 1912 und wie? Weil je nachdem, manche schauen es hier so um die ganze Zeit. Reisenreger Sima, das kann ich mir aber irgendwie kaum vorstellen. Also das ist doch ein, wie ist das für ein Spielverlauf? Reisenreger Sima rasieren den ersten, verlieren dann den zweiten, rasieren dann den dritten wieder? Ja, also irgendwer bitte kurz meine Nachricht. Das wäre sehr geil. Ja, mal schauen. So, da hinten, also Flink macht sich gerade fleißig warm. Und das andere Team nicht. Dora macht sich nie immer, okay. Ja, ey, wenn die gleich eine Viertelstunde brauchen, dann fangen wir genau mit der Scheiße an, dass wir mal Punkte zählen, weil das ist wirklich auf Ansage. Ja, sie wussten das echt weit vorher. Ja. Ja, es stand 8-10 für Rainbow Boys und 12. Ja, okay. Okay, wir konzentrieren uns lieber auf das, was jetzt passiert, nämlich die Backhand-Angabe für den Satzgewinn durch die Rainbow Boys. Kommt. Oh Gott, sorry. Oh. Das ist natürlich auch eine Überlegung. Aber schon okay. Also ganz ehrlich, er muss Risiko. Die erste musst du doch ziehen. Es bringt ja nichts, wenn du den Halb schnell da drauflegst und du hast noch eine zweite. Ja, wobei Fabi halt auch diese richtig geisteskrank Spin hat, die ja wirklich nicht schnell ist, aber die halt über diesen Spin. Aber die ist auch ein Risiko. Ja, ja, voll. Der spielt ja nur den Finger vor dem Fingerglieder. Ja, schauen wir mal. So, nächste. Auch mal bekannt. Ja, das war die. Die trifft er auch nicht immer, aber wenn die kommt, ist die richtig geil. Ja, aber er nimmt halt gerade das, womit er sich wohlfühlt. Absolut nachvollziehbar. Ist okay, zieh durch. Voll. Kannst jetzt ja nur gewinnen, ne? So. Und du lagst einen vorne. Das ist immer das Vorteil, finde ich, wenn du in Overtime gehst und dann sozusagen diesen einen vorne legst immer und dann halt ausgleichst. Das heißt, du hast noch diese Chance, selbst wenn du das Ass kassierst, du bist nicht so draus. Voll. Und jetzt kommt auch wieder das zum Tragen, was du vorhin hattest mit dem Hardcap. Ne? Die haben ja diskutiert, oh, Hardcap ja, nein und so weiter. Und in der Zwischenzeit ist Eisenträger sind mal durch. Ja. Die wollten Hardcap 25 spielen, was ich nachvollziehen kann, aber es fällt ihnen jetzt wahrscheinlich. Ja, wobei, nee, Joscha fällt sich auf die Füße, weil er hat ja. Theoretisch wären die vorne. Wenn sie immer Side-Out durchspielen jetzt, ja.
Jetzt, wir sehen auch eventuell, dass drüben fertig ist. Ja, die Völkerwanderung beginnt. Die Völkerwanderung beginnt. Ja, schöne Angabe. Und. Komm! Genau ja, so! Sideout ausgespielt, Zeug. Schade, mein Tipp ging wie gesagt nicht komm, auf. Mach bitte Schluss. Komm. Espetal. Kommt die Crowd. Vielleicht werden noch ein paar Leute aufs Handy gucken und sehen, wie es steht, weil wir haben ja die Möglichkeit, ja, das quasi zu sehen. Also die Leute können auf ihr Handy über www.rottengermany.de/score ja. sehen quasi den Score, den wir hier reintippen. Ah, ne? Ah, Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, danke für auf jeden Fall die Spielanalyse von dem Halbfinale. Ja. Okay. Rand! Ja! Komm! So wichtig! Komm! Rim? Der war 100% Rand. Ja, ja. Bonnie sagt Rim. Das war's. Ja. Alle drei sagen Rim. Nochmal klarzustellen. Alle drei sagen Rim. Das war jetzt überraschend. Also, wir waren gerade noch ganz woanders und auf einmal ist der zweite Satz vorbei. Das heißt, wir gehen in den dritten Satz. Also, läuft das hier doch eigentlich so, wie wir uns das gedacht haben? Ja. Grob. Ja, Jakob. Das mit dem Haken haben sie sich selber ausgesucht. Genau. Also, wir haben gefragt. Kann man jetzt an der Stelle niemanden blamen. Einzige, was klar war, beide Halbfinals sollen mit dem gleichen. Regeln spielen, also jeweils natürlich Punkteanzahl bis 21, Best of 3, aber auch beide mit dem gleichen Hardcap, egal was sie machen wollen, damit das zumindest kohärent in sich. Und Joscha meinte noch, ich habe keinen Bock auf ein 2,5-Stunden-Match wie in Prag. Ja, hatte genauso gesagt. Ja, vollkommen korrekt. Wäre auch ehrlicherweise jetzt den Mädels gegenüber, die danach das Finale spielen, ein bisschen. Ja, absolut. Let's brain dir noch schön nach. Sehr schön. Sehr schön. Und jetzt die Crowds am Schlüssel. Sind das die Linien vom Round and Marketplace? Stark, Basti. Das sind natürlich die neuen Spray-Lines oder die neuen Linien vom Round and Marketplace. Wahnsinn. Ja, mega toll. Hat die jemand schon mal nachgemessen? Ob wir noch so eine Brille haben, hier nimm die. Ja, dann siehst du vielleicht ein bisschen mehr. Gut, dann brauche ich aber wieder eine. Ja, Leute. Erstmal, Leute, schmeißt mal Coins rein jetzt für den dritten Satz. Ne? Let's go. Könnt ihr jetzt hier gerne mal reinschmeißen. Ich blende noch mal kurz ein hier. Seht ihr auch, wie das läuft. Das ist jetzt spannend, wer von diesen beiden Teams sich das Finale gegen als Träger Sima holt. Was glaubst du? Wollen wir die Leute ein bisschen beeinflussen? Komm, wir beeinflussen jetzt hier richtig. Ich bin ganz ehrlich, ich glaube, ich gehe mit den Rainbow Warriors. Ja. Ich glaube, dass es ein enges Spiel wird und am Schluss. Cool. Ich glaube, es wird ein enges Spiel. Ich glaube, selbst wenn sie am Anfang wieder vorangehen, ist eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass sie spielen, den Vorstand, Abstand, aber am Schluss sich noch für sich entscheiden. Okay, finde ich. Den Take. Auch keine Meinung. Ja, das Bild dir mal noch eine. Ich wollte noch eins sagen. Das andere Halbfinale hat zumindest eins gezeigt und das ist uns ja allen bewusst, aber trotzdem. Dass ES zumindest heute in einem Satz schlagbar ist. Und auch, wenn man hier richtig liest, bis Midgame waren Wonka auch gut dabei. Das heißt, die sind auch schlagbar heute. Und das ist, glaube ich, eine wichtige Erkenntnis, in der Hinsicht, dass das Finale sehr spannend werden kann. Egal, wer da jetzt weiterkommt. Ja, ja gut, ich habe jetzt das Gefühl, dass Eisenträger Sima einen Satz auch schon mal verliert. Also, die haben auch schon bei anderen Turnieren mal einen Satz verloren. Habe ich mir das Wochenende bis jetzt. Achso, ja, das Wochenende nicht. Brutal. Ja. Aber sie verlieren halt gefühlt nie zwei Sätze. Also, beziehungsweise das halt einfach. Ja. Vielleicht mal gegen Amis oder Kanadier oder so, aber. Die haben davor gegen zwei gestandene Advanced-Teams oder auch Pro-Advanced-Teams mit Sören und Tristan einfach mal den ersten Satz zu 6 oder zu 5. 21-5 gewonnen. Ja, das ist halt brutal. Ja, voll. Und den zweiten zu 13. Und ich habe auch gequatscht und ja, ist einfach. Wenn du sie triffst, dann ist es unser Satz. Ja, ist einfach. Der Receive ist bockstark und. Ja. Und, was ich interessant fand, die Aussage, dass man, speziell wenn man nicht so oft gegen sie spielt und man weiß, man muss die Bestleistung abrufen, um eine Chance zu haben, also wirklich das A-Game. Dass man noch besonders mehr Winkel versucht rauszuholen, vielleicht. Ja, oder noch besonders versucht, das Surf noch mehr Energie reinzuholen. Und dadurch passieren mehr eigene Fehler, auch beim Hitting oder der Set muss noch besser sein. Und das ist ein Problem, weil du dann du verlierst am Schluss von mir trotzdem, wenn du das nicht tust, aber du verlierst nicht so hoch. Aber dadurch machst du einfach noch mehr Punkte und die Ergebnisse schauen dadurch noch klarer aus. Auch ein bisschen. Ja, ist ganz spannend, so ein bisschen auch einfach der Respekt, den sich Lukas und Paulchen natürlich jetzt über die letzten zwei Jahre eingespielt haben, vollkommen zu Recht, dass der dann auch nochmal so einen Unterschied für die biologische Geschichte macht, ne? Dass du einfach nochmal anders in so ein Spiel gehst, wenn du sagst, fuck, ich spiele jetzt hier gegen Eisenträger Sima. Ja. So, ich habe wenig Chance und dann muss ich irgendwie versuchen, diese ganz, ganz mini Chance irgendwie zu nutzen,
du sagst, du packst noch mal mehr Druck rein, verkrampfst dann vielleicht auch so ein bisschen an der Stelle. Boah, ja, sehr nachvollziehbar an der Stelle, ja, dass, ja, das, dass das passiert. Absolut. Im Kleinen ging mir das gestern so, weil wir hatten ja auch eigentlich so einen Gruppenkopf, der ein theoretischer Platz 18 oder 17 war. Das heißt, wir hätten ja fast in die Pro-Projekte von vorne weg. Das war Pascal und Tim. Oder ja! 19, also irgendwas sehr weit oben vom Seeding. Und die sind ja beide sehr gut auch. Und für uns war es, also für mich war es ein bisschen ein Ding, ich habe versucht, noch mehr Energie reinzubekommen oder noch besser zu treffen oder was auch immer, oder noch mehr Winkel rein oder irgendwelche Flicks und noch 10 Grad mehr nach rechts außen oder was auch immer. Ja. Und das war halt dumm. Das war selten dämlich. Ach, die Nein ist immer schlau. Ja, ne? So, ja. Aber schauen wir jetzt aufs Halbfinale Deutsche Meisterschaft. Dritter Satz, die Rainbow Warriors, bestehend aus Fabi und Joscha gegen Julian, bestehend aus Jubel und Jan. Ihr könnt natürlich die ersten 5 für eure Coins reinschmeißen. Es sind schon sehr viele drin, sind schon bei 48.000 zu 23.000. Bisschen favorisierten, mal zu sagen, Rainbow Warriors ist halt mal das bessere Seeding. Halt, genau, hat zumindest das bessere Seeding. Könnte man natürlich jetzt sagen, oh, ich kriege eine. Oder ja, da kommt. 1-0. Das ist eine andere, aber die ist auch schön. Boah, direkt viel. Ja, alles. Selbst dieser Surf auf dem Rim. Komm, oh Josh, es fehlt so wenig. Nico Stolz.de für den Follow. Danke, unser Fotograf Nico. Zweiter. Gehen raus. Auch gerne folgen, Nico. Also, folgen. Alle anderen zu. Geil. Oh, alles verständlich. Komm on. Zeig mir wieder, was du kannst. Oh, ja. Schön weit. Ja, wir schauen mal, wie die beiden Teams reinkommen. Meinst du, wir sehen wieder eine frühe Führung für ein Team? Ich hoffe es persönlich nicht, weil es hat mir jetzt jeweils, klar haben sie es immer ausgeglichen, aber ich würde gerne mal von vorne weg diese Intensität wie am Ende. Er ist drauf. Aber in der Hütze sagt Joscha. Ja, das würde ich intuitiv auch immer direkt sagen. Ja, es ist ein Coin, es ist ein aktiver Coin. Und ja. Wir haben 3 Observer, Joscha, also. Server sagen Redo. Ja, eben. Ja, okay. Ja. Server sagen Redo, ja. Nee, ich will nicht den Punkt, ich meine nur für Redo. Nicht, dass ihr den habt. Ja, das war für Joscha scheiße eigentlich. Kriegt er den Punkt? Wenn die anderen in Not zum Stand, also. Ja, das ist ein bisschen das Ding. Wir sind hier die Dillys. Geiler Surf, Jan. Ich finde manchmal, aber es ist bei den Observer-Teams nicht so oft zusammenspielen oder wenn es nicht abgesprochen hat, zum Beispiel, dass die Person irgendwo im Rücken steht zum Hittenden, dass sie auf die Füße nur achtet. Nicht mal auf den Schlag, nicht auf Rim, nichts auf einen. Die anderen beiden stehen genau so, dass das Netz, den Hitter und alles viel besser sehen. Das heißt, die, wo dahinter steht, offiziell heißt, alle sollen alles gucken oder sollen halt darauf achten. Aber das finde ich nicht so intelligent, weil die Person dahinter kann eh schlecht auf Rim achten. Ja, klar. Du siehst, der Körper ist dazwischen. Das heißt, wenn du dahinter bist, acht doch einfach auf die Füße. Das kannst du sehen. Das geht. Ja, wäre natürlich schön, dann auch quasi in-game so eine gewisse Aufgabenteilung zu haben. Nicht nur beim Surf in dem Sinne, sondern halt eben darauf zu schauen, okay, eine Person, die primär guckt, ob es noch Hütsonne ist. Aber dann ist halt auch mal die Frage, weil die Person hat ja nicht immer den besten Blick automatisch. Es gibt ja schon Sinn, dass alle dann zum Beispiel bei einem Hütsonne drauf gucken, weil je nachdem, wenn ein Spieler mal davor steht, siehst du halt auch den Fuß dann nicht. Ich gebe dir schon recht, also wie gesagt, wir haben das beim Platz 3 Observen von der Mix.tm. Mhm. Warte kurz, letzter Punkt, um Coins reinzuschmeißen, denn wir haben 2-2. Das heißt, jetzt nochmal Coins rein, wir haben 75.000 auf Rainbow Warriors und 30.000 auf Julian. Jetzt darfst du weitermachen. Alles gut. Ja, wichtiger Call hier. Darf durchgehen. Come on! Und ich wusste, habe mich durchgehen lassen. Stark. Boah, lecker Schmecker Winkel hier auch an der Stelle. Und die linke finde ich von ihm fast noch besser als die rechte. Das Wahnsinn. Ja, das ist wirklich gut, ey. Nochmal genau, Mix.tm, Platz 3 observen, habe ich zusammen zu zweit haben wir es noch gemacht mit Jonas aus Heidelberg. Und da haben wir indirekt, war einfach immer klar, wenn er gegenübersteht, sozusagen von der hittenden Person, habe ich nicht mehr auf den Hit geachtet. Weil ich weiß, er ist ja auch erfahren genug und habe nur auf die Füße geachtet. Und Julian dreimal noch Hits zum Eck gekommen. Nee, hi. Ja, aber wenn er halt drinsteht, steht er drin. Ist halt einfach so. Er hat mich auch unglaublich angeguckt. Zweimal habe ich auch gesagt, ja, gut, er hat auch danach gemeint, alles gut, wenn du nicht drin stehst. Ist halt einfach so. Es war auch ein langer Tag. Die Mixte immer sehr. Komm, Josh! Ja, müssen wir nicht mehr drüber reden. Ja, und das sind immer so Sachen, das ist halt immer schwierig. Also. Ja, aber genau, also irgendwelche Aufteilungen out of system, also. Wäre teilweise ganz praktisch, aber. Jeweilige Teams.
Das schauen wir auch gleich mal für die beiden Finals, werden wir sicherlich nochmal auch vielleicht nochmal erfahrenere Observerinnen finden. Markus, Herr Riedler zum Beispiel. Ja. Feuer. Gehen aber erstmal nochmal wieder zum Spiel. 3-3. Also aktuell läuft es wirklich darauf hinaus, dass wir hier ja, ziemlich genau Sideout für Sideout. Zeitout. Laufen, so wie man sich das natürlich im dritten Satz auch wünscht, von außen betrachtet, damit man ein spannendes Match hat. Kurz, komm und hast du. Yes! Fabi da defensiv. Fabi ist einfach umgefallen da hinter dir. Ja, danke Joscha. Auch gerade so. Weiß ich nicht, was er da gemacht hat. Also auf der ganz anderen Seite einfach mal hingelegt. Okay. Nee, okay. Warte, ey. Okay. 4-3, ja. Weiter. Hier. Weiter safe. Ah, oh nein, ich muss noch mehr rum. Jens sagt, er muss noch mehr rum. Das auch da ist ein Netzmikro extrem gut. Du hörst immer direkt die kurze Analyse, was falsch gelaufen ist. So, ja, ich muss weiter rum, ich muss weiter weg. Also weil die halt einfach immer direkt sich selber so ein bisschen das ins Gedächtnis rufen fürs nächste Mal. Ja, vollkommen. Aber ich denke mir auch jedes Mal wieder, was noch weiter rum, und dann stehe ich mal ganz weit drüben und denke, ach fuck, ich darf nicht so weit rüber. Ja. Aber ich spiele auch nicht hier. Du! Ja. Hier! Alter, ich. Ja, aber im Netz. War sehr wild. Das ist meiner. Ich habe so einen scheiß First Touch, das gibt's gar nicht. Er läuft. Erster Touch ist. Ja, der ist wirklich nicht so gut, das stimmt. Aber ich will es auch machen, eher aus 8. Ja, dann aus Netz mit. Oh, ich muss sie besser setzen. Komm. Ich fand's geil, die Tendenz noch zu haben. Ich gehe da meinen Fuß noch hin. Komm, Josch. Und schlag den nach hinten. Ja, gut. Genau, bei Joscha und Fabi oder gerade bei Joscha ist natürlich Foot-Touch immer drin. Ja, absolut. Ja. Stell mal vor, den wird den Fußspitze wieder in die Richtung bringen aus Netz. Das wär halt so ein Highlight-Video, das kannst du immer wieder zeigen und immer wieder und immer wieder. Ist so. Abseits von Joscha auch schon wahrscheinlich das beste. Ja, du meinst diese Grätsche. Ja, der beste Hit, der jemals im Round ist. Aber der wäre noch besser. Ja. Der wär so krank. In der Theorie. Ja, in der Theorie. Ich fand vorhin Julius Stadler vorher im Halbfinale war ein sehr schöner Rückleger. Ja, eigentlich ein Set gedacht war, aber halt. Er ist hoch. In der Zwischenzeit ein paar Fragen im Chat, die schon vom Chat beantwortet wurden. Toll. Echt toll. Danke. Macht uns das Leben deutlich einfacher, weil es ist auch viel zu viel gerade. Ne? Du bist in so einem Halbfinale, dann kommen 37 Sachen im Chat, du willst 5 Sachen erzählen, das muss man so. Was erzählen wir jetzt überhaupt? 5 beide? Ja. Ja. Zweiter. Philipp blendet euch gleich mal gerade unten mal kurz hier einen neuen Funfact ein. Oder einen Fact ein. Wir haben so ein neues Tool, wo man das jetzt hier so anwenden kann. Was cool, ich kann es nicht lesen. Ja, bei uns steht da noch Programm vor. Die Leute können es aber lesen. Und zwar, beide Teams haben heute schon mal einen dritten Satz gespielt und haben das jeweils gewinnen können. Das heißt, Nervenstärke bei beiden da. Tournament Fact. Kriegt man so ein 1 leider und da steht da drüber Tournament Fact. Ja, wir können das reinschreiben, was wir wollen. Wir haben es, glaube ich, Rippert's Nervenstark genannt. Oh, auch schön. Ja, dann rutscht das so hoch und dann kann man es rausmachen und dann rutscht das wieder runter. Oh, schön. Komm. Döner Set, komm. Der ist voll in der Pocket und sie wissen nicht, wo er hingeht. Geil. Oh, das ist extrem bitter. Das ist extrem bitter. Alter, was für ein Set von Jan. Der geht halt in die Pocket und dann wissen sie beide nicht, wer hingeht, weil er genau in diesen Zwischenraum geht. Ich habe keinen Plan, wo ich stehe. Ihr lauft ein komisch. 7-5, Jan steht da. 7-5 steht es jetzt dann nämlich. Ja, da. Jan steht hier. Da 6-5. Komm, Jan, wieder drücken. Komm mal. Ja. Alter Schwede. Sehr schön. 7-5? Ja. Erster. Ja. Ja, der Touch. Geil, Mann. Und Jan Umlauf schreit das Netz kaputt. Hey, sind auch dann am Ende noch. Und Julians Gesicht nach dem Schlag, muss man mal gucken, bitte. Ja. Weil der jetzt auch wirklich so. Schlag. Ja, let's go. Ja, die pushen sich jetzt auch natürlich. Ne? Das bei Julian siehst du das nicht so oft wie bei den Rainbow Warriors, aber punktuell halt, wenn es passt. Die haben da ein gutes Feeling. So, ne? Wann sie mal lauter werden müssen. Ich glaube, das musst du gegen Joscha und Fabi auch, weil sie sind die dich auch alleine so emotional auf. Ne? Ja. Nee.
Die haben auch alle so einen Spleen, dass die nach jedem Ballwechsel irgendwer gegen das Netz drückt. Ne? Mal drauf achten. Wirklich. Ja gut, die wollen es immer ein bisschen wieder in die Mitte. Ja, ich glaube, das machen die auch, wenn er nicht verschoben ist. Ja, komm, Julian. Komm, Julian, komm. Ja, der Touch. Ah! Ich bin da. Oh, Joshua, jetzt. Das ist kein Zentimeter verrückt. Einfach, das ist so. Genauso wie der Ball anspinnt, hat auch keinen richtigen Mehrwert für ihn selber. Aber es ist spannend. Es gibt ja auch so beim Tennis so Rafael Nadal oder so, der seine Flaschen immer so richtig hinpackt und so. Ja, und ist so. Komm, Mann, zünd ein. 6-8. Ja, sorry. Der Tennisspieler hat mir heute gesagt, wenn du gewinnst, ein Turnier gewinnst oder auf wichtige Matches gewinnst, dann machst du beim nächsten Mal genau das gleiche wieder. Ja, natürlich. Ja, ja, klar. Aber auch so das, was man dann gleiche Frühstücken und so Geschichten, ja, also so die Aberglaube-Geschichte eher, ne? Ja, und ja, einfach, einige Dinge haben dich wirklich vielleicht auch positiv beeinflusst. Ja. Da Surf. Richtig. Und, also für Fabi ungewöhnlich, dass er mal mit dem normalen, Surf quasi durchkommt. Zieht er sonst immer die Backhand durch und produziert damit seinen Druck. Diesmal auch wirklich einfach vorwärts durch. Ja, er könnte mit seinem Jam aber auch so viel Druck eigentlich. Also ja, man hat Kraft. Er hat. Beim Cup 3, wo er mit Ivo gespielt hat, in Castro, war es super interessant, weil den Surf macht er gar nicht mehr. Apropos spannend, Julian ist sich todessicher, dass der clean ist. Und Conny sagt aber Rim, das heißt, wir haben nur 8-8. Geile Surfs, Junge! Genau so! Und wir sind wieder da! Stand immer seitlich, dann hat wieder aufgeladen, dann ganz tief eingearbeitet und nur durchgechampt. Er ist die Backhand, der ist hoch, der rutscht nur hoch. Sorry, ich bin sehr low, deswegen. Ja, alles gut. Ah, sorry. Wir haben ein paar neue Leute hier im Chat. So. Don Bastinger zum Beispiel. Bester Mann, grüß ihn raus. Moin aus Hausbruch. Genau so weiter. Geile Sportart. Na, danke. Und Conny ist im... Conny ist auch jetzt nicht mehr auf dem Handy und auf einmal ist die Qualität viel besser geworden. Ja, beziehungsweise nicht mehr im Zug. Ah, okay. Ja, das natürlich. Ja, ich auch. Ja, unterwegs. So, 9-8. Sind wieder in der Reihe. Wir haben über 300 Leute, die zuschauen. Das ist sehr schön. Schon schick. Finals gleich dann die 400 knacken, bitte. Danke. Und? Jan ist fast mit seiner Hand da. Ja? Ja, der hat ja sehr lange Arme. Ja. Ich weiß. War da fast dran. Also ich glaube, wenn Jan ums Netz mal um die Knie gehen würde und einfach die Hände so rumsteckt. Meinst du, er kommt 360 Grad rum? Nein, nie im Leben. Nie im Leben. Spaß machen. Ja. Bei dem bin ich mir aber nicht so sicher. Okay. Ich bin voll dumm, ey. Nee, das meine ich nicht. Ja, aber meinst du, es gibt Leute? 9-8. Ja, also gut, es gibt doch diese. 9-8. Ja. Erste. Oh, 9-8. Step out nach rechts. Auch mal eine neue Variante. Und dann der. Ja, spiel. Come on, Julian! There we go! Das ist auch wirklich, jetzt einmal ganz ehrlich, ne? Guckt euch mal das Setting dann jetzt auch von Jan an, weil er muss wirklich. Das sind 6 Meter mit links und der kommt Bullseye komplett drauf. Ja. Da ist Jan umlauft einfach eine geistkranke Maschine. Einfach krass. Nein, nee. Okay. Ich glaube, gegen Julian hätten sie den gespielt. Aber ich glaube, Jan vom Surf-Pirscher halt ein bisschen hinter Julian. Ja, genau. Er hat auch schon fast halt durchgeschlagen, aber grundsätzlich gebe ich dir recht, ja. Auch, glaube ich, das, wo er am meisten investiert hat. Genau für den, Fabi. Ja, stark. Lass die Handzeichen mal. Sibi im Urlaub guckt auch zu Kaffee am Pool und Round at Canvas. Ja, Grüße gehen raus. Hier scheint jetzt auch wieder die Sonne, nachdem wir vorhin kurz eine halbe Stunde untergegangen sind. Komm, Fabi, zünd nochmal ein, das war geil. Du ein T-Shirt, ich mein Pulli und Ringjacke. Ja, ich hatte vorhin auch eine Ringerkanne, also jetzt geht's halt, jetzt super. So, 10-10. Halbi Backhand. Geil. Komm, der nächste kommt. Sind alle? Ja, 2. Romy! So geil, Fabi, genau so! Und 11-10. Ding dong. Das hat sich schon etabliert gerade, gell? Ja? Und noch einer, komm! 11-10. 11-10. Ja. Ja, jetzt geht er natürlich auch dafür, ne? Also, ja, komm, Fabi, noch mal. Schulter aufgewärmt. So geil, so lecker. Break für Break. 11-10. Ja, ey, das ist schon wieder genau das Matchup, das wir uns erwartet haben. Schade. Jetzt komm.
Dein Receive, gib mir einen Geil. Der erste Satz war ein bisschen, der hat Anlaufschwierigkeiten gebraucht. Ja, wobei das Ergebnis nicht so aussieht. Also ja, aber das Einschalten, das sieht so aus, als wenn der erste voll knapp gewesen war. Wer war es halt eigentlich nicht. Es war nicht super klar, aber es war schon klar. Also ich glaube, es gab wenig Menschen, die noch auf Rainbow Warriors gesetzt haben. Dass er den Ball überhaupt noch annimmt, Mann. Und den auch noch wegmacht. Geil, Fabi, genau das ist so krank. Und die Reaktion zeigt das. Wie kann er diesen Ball überhaupt receiven? Geiler Receive, Alter. Geht das an, ey. Und einfach nach oben geklatscht. Ja, Joscha sagt auch geiler Receive, Mann. Und dann auch noch sich nicht da so zu sehr abzufeiern, dass ich überhaupt angenommen habe, sondern wirklich dann hinzugehen, das Ding noch wegzumachen, ey. Mann. Conny ist dabei, Conny ist an. Du auch, komm. Lass zusammen schön. 11. In der Zwischenzeit, Philipp nochmal mit der Info, Ausrufezeichen Giveaway. Es gibt eine Giveaway-Aktion und zwar könnt ihr eine wunderschöne schnelle Brille von Athletes Eyewear gewinnen. Das Modell Game Changer. Guckt mal einmal in den Link rein, da ist die auch beschrieben. Und da hilft die Länge. Aber der ist in der Pocket. Nein! Ja! Oh, und Fabi beißt sich gerade. Also der hat das T-Shirt kaputt gebissen. Nein, was ist das für ein Set von Joscha? Das ist mir neu bestellt, ne? Guck dir das Setband. Liegendes Set und es kommt okay. Es kommt. Aber mein Fabi muss Volldampf reinhauen, ne? Ja, darf ich mich nicht sehen. Ja, doch schon, aber guck mal, weil Jan kommt jetzt rumgelaufen, ja, er ist voll. Ja, gut, außer er prügelt den so weit drüber. Also das ist muss aber. Ich hätte es ganz ehrlich jetzt gefeiert, hätte er einen Drop-Off versucht. Ja, das wäre stark gewesen. Aber weil die Quote zwischen voll durchladen und den Drop versuchen, wahrscheinlich ungefähr gleich. Ja, Hot Take. Ach, schade. Aber gut, vielleicht für Fabi nicht, weil Fabi speziell Drops. Ja, ja, voll. Ja, aber es gäbe Leute, wo da ein Drop, weil Jan rechnet ja komplett mit Durchladen. Ja. Komplett, ja. Er läuft weg. Ich fühle mich. Ja, um das Thema Gewinnspiel aufzuschließen, eure Spende in den Topf und ihr seid mit dabei. Teilnahmebedingungen bei dem zweiten Link. Du leistest auch die Brille. Yes, Julian! Geil! Was passiert gerade wieder? Wir kriegen viel zu viel von allem, ey. Der Druck ist so da, jetzt sei geiler Receive und dann los. Ja, schau gerade so, den kriegen sie nicht, Das ist auch geil, weil es pushen sich jetzt auch gerade so gegenseitig und, also in, ja. Team intern und gegen das andere Team so ein bisschen, ne? Das ist immer noch auf Surf, ne? Ja. Also, dass du nochmal lauter schreist. Okay, ich finde das schon gut so. Gürze. Man darf auch mal im Sport fair, aber man darf auch mal einfach laut sein. Nein! Oh, und fast die gleiche Aktion wie gerade, nur dass Josh noch nicht springt. Das ist schon wieder geistkrank. Guck dir das Set aus 35 Metern. Das Set ist ja brutal. Ja, aber es ist für Fabi halt auch wirklich genau super schwierig, ne? Weil es ist wirklich wieder genau das gleiche Ding. Er kommt von 80 Meter entfernt. Er muss ihn einfach 360 Grad draufknallen. Einfach draufknallen, 360 Watt. Keine Ahnung. Das ist Finger die Worte. Der knallt ihn mit 360 Grad drauf. Ja, wie viel das wäre, ehrlicherweise. Schwierig. Oh. Zu nervös hier gerade, ey. Ich rechne sie irgendwann mal aus. Da kann man ja so ein Kilojoule umrechnen oder das ein Kilo. Ey, ist egal. Und dann die Masse des Balls, dann kann ich so sagen, ja, ey, wer jetzt auch hier Flüssigkeiten oder so. Mach doch mal. Rechne doch mal aus, wie viel das ist. Ja, ich mach das später in der Satzpause. Nee, Zeit. Komm, du jetzt. Komm, ich brauch dich, komm. Gib alles. Auf geht's. Ich pushen gerade, ne? Sehr gut, so gefällt's mir. Und das ist nur Halbfinale, ne? Zwei Finals sind dann. Ja. Erste. Da hält mein Rucksack mal kurz den Ball auf. Sehr gut gemacht, Rucksack. Energy so on fire gerade. Oh. Ja. MVP. MVP. Vier beide? Jan Kölsch kam gerade für Auge spinnend neben mir. Ha! Treff ihn! Der hat gesagt, treff ihn. Ja, tief. Das ist gut. In der Situation hat er dann einfach auch kein ist auch Grammatik, aber egal. Wenn er gar ins Finale einzieht, juckt er auch nicht. War ja nur Spaß. 5-4? Ja. Erster? Ja, 5-4. Nix. 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 Ich weiß auch, also, Fabi ja ganz gut. Fabi liebt jede Sekunde dieses Spiels gerade. Ja, der feiert so. Ja, das ist genau sein Ding gerade hier. 490 Leute von außen, 323 von Twitch. Das ist genau sein Thema gerade hier, ne? Sich hypen mit Joscha. Das Ding ist, dafür hat er gestern Quali gespielt. Damit er genau das erleben darf. Ja, aber wäre sonst schwierig.
Ja, einfach dafür hat er gestern. Das fand ich aber Männern auch witzig, wie sie so drauf reagiert haben. Gesagt, ja, war jetzt, also war jetzt nicht nötig, weil die haben das dann ganz entspannt irgendwie alle vier Spiele gewonnen. Und so, aber war jetzt auch nicht schlimm. Ja. So, ja. Ja, ist halt wie letztes Jahr. Da hatte, letztes Jahr war doch auch 7 oder 8 6er Gruppen. Da ist ja auch halt ein paar Teams drin wie mich. Ja. Komm! Du! Stark, stark. Sie kriegen es. Sie kriegen es immer noch hin. Dieses, also das ist. Ja, auch schon wieder, man sieht es, Backhand von Fabi. Julian ist dabei, aber das Set ist. Geiler Surf. Ja. Und die Krähe-Rufe fangen jetzt an. Geiler Druck. So. Weil mit den Dullis wie letztes Jahr mit den großen Gruppen. Ich habe gegen Fabi und Resi gespielt in Next. Unangenehm. In der Gruppenphase. Hab voll auf die Fresse bekommen. Ist doch okay gewesen. Vollkommen. Ja. Erster. Traurig war, als ich dann diesen Herbst nach Kassel gekommen bin, hat sich Fabi nicht mehr dran erinnert. Ja, also mich schon, ja, so vom Ding her, also mich kannte er noch vom Namen, aber er wusste nicht schon, dass wir immer gegeneinander gespielt haben. Ja, natürlich, aber ich meine, gegen viele Leute hat Fabi in seinem Leben gespielt, wenn er sich alle merken würde, dann wäre auch war ein langweiliges Game. Wie lange 5-0 vorne, wo wir schneller gucken konnten. Oh, das ist gut. Aber komm. Schönen Zeichen gegeben. Komm, ja. Jan hat den. Chance fürs Break. Das Set ja, ist... Ja, Junge. Julian mit einem extrem cleveren Set an der Stelle. Es sieht erstmal gar nicht so geil aus, das Set, aber, wenn ihr gleich drauf achtet, es hätte den komplett jetzt hier, damit Joscha raus ist. Joscha ist raus und Fabi kommt von der anderen Seite. Das heißt, das Set sieht eigentlich komisch aus, ist aber perfekt, weil es genau die andere Seite öffnet. Da war genau der Winkel frei. Wollen wir dann auch noch auf den Cut reden? Ja, der war stabil. Der war einfach stabil. Dass Joscha noch rangekommen ist, das muss man auch mal kurz. Ja, das war stabil. War ein schwieriges Set. Okay, noch. Boah, den haben wir auf der ersten Kamera so sexy drauf. Bitte, der linke ist, der gehört verboten. Der ist wirklich, das ist, ja, Ding Dong. Wie willst du diesen Ball erreichen? Es ist aus meiner Sicht, ist ein bockstarker Surf, sagt Joscha auch. Und damit sind sie 2 vorne. Ja. 3 sogar. 3, also 3 Punkte, 2 Breaks. Ja. Oh, war das die Vorentscheidung? Nee. Oh, da wäre er weg gewesen. Das ist aber auch maximal fies, wenn du vor die Lefty-Geschichte des Todes durchziehst und ihn dann... Aber ist genau richtig. Das ist genau richtig. Ja, ey, du spielst Katz und Maus mit deinem Gegenüber. Ja. Und der weiß beim dritten Mal gar nicht mehr, wohin soll. Ja, der ist hoch. Leider, was auch immer. Perfekt, kann man aussuchen. Let's go. Ja. So, ja, Conny sagt auch Vorentscheidungen. Ja, aber ich habe ja gerade selber Vorentscheidungen gesagt, aber jetzt so 2 Sekunden später denke ich mir, weiß ich nicht. Mal gucken. Also vorher war es auch schon mal so klar. Ja. War extrem klar. Ja. Erster. Schauen wir mal. Jetzt entzündet. Ja, das Set mal kurz kaputt. Ja, hey Leute, es kostet alles Geld. Keine Ahnung. Boah, zweiter. Jetzt zweiter Zündung. Muss eigentlich, ne? 18 gegen. 6, 8. Ja. Eigentlich nicht mehr. Weit. Zweiter. Nee. Der ist wohl hoch. Anscheinend. Ja, jetzt schon. Ich, also, ja, jetzt hat er erstmal, gut, es hat Jan, das ist ein Vorteil für Rainbow Runners, nicht gegen Jan, aber Jan hat bis jetzt weniger Assi geschlagen und macht grundsätzlich, wenn er nicht perfekt trifft, ein bisschen weniger Druck. Das sie können beide durchbekommen, nur bis 17.9. Und dann kommt, wenn Fabi trifft, dann geht was. Ich sag jetzt erstmal Sideout von Fabi und dann Backhand Ass gegen Jan. Und dann sind wir drin im Game. Dann sind wir drin. Aber wenn das, mal Call. Aber wenn sie da jetzt einen Break kassieren, dann ist wohl. Ja, jetzt, ja gut. Aber erstmal kommt jetzt das Sideout. Hier, bin da. Nein, der reicht glaube ich nicht. Ja, okay. Oh doch, der reicht. Ich glaube, wenn Julian losgelaufen wäre, hätte er den erreicht. Ja. Hot Take. Zündung, so, jetzt, mark my words, Backhand. Bring uns nochmal rein. Mit sehr viel. Ja, aber das ist ein sehr lauwarmer Take. Also das ist ein Assist, das ist ein Hot Take von mir aus. Aber das ist Backhand. Machen, ja. Das ist ein lauwarmer Take. Okay, danke. Wir wollen den Timeout nehmen, okay, hat es aber schon. 7-9, ne? Ja. Komm, ja, auf was ihr auf Server alles achten müsst, weil ich hätte es jetzt auch nicht gewusst, ehrlich. 7-9. So. Glück gehabt, habe ich. Doch nicht für die Backhand, aber es ist hoch. Deswegen setzen wir hier. Der kommt. Er gibt ja nur eine zweite Angabe. Ja. Ich gesagt im ersten. Schnapp ihn, die willst du. Gesagt im ersten. Ich bin ehrlich, ich dachte schon im ersten. Zurück. Guck, ja. Nee, komm, jetzt im zweiten. Ja. Ich glaube, im zweiten geht er dafür. Ja. Let's go. Weiter komm. Geht's.
Ja, tut weh, muss er abhaken. Sehr weh. Jetzt haben wir natürlich drei Satzbälle. Und Julian. Joscha hat Angabe. Auf Julian. Hätte, wenn sie jetzt das Sideout machen. Ja, genau. Ja. Also jetzt nehmen wir mal an, sie machen das Sideout jetzt. Weil bis jetzt sind sie an Julian, wenn er links trifft, ist meistens oft ein Ass, aber sonst hat Joscha aber gut da im Receive. Ja. Also sie müssen jetzt erstmal Julian receiven. Das ist jetzt sogar tatsächlich das größere Problem an der Stelle, erstmal überhaupt wieder den Ball in die Hand zu bekommen, selber surfen zu dürfen. Ja. Geht Joscha weit hinten. Dann wird hinten. Der nee. Geht natürlich für den Lefty. Komm, den habe ich. Ja, mein Ding ist, also er weiß, warum er das tut. Ich in meinem Laiengedanken würde nie so weit hinten stehen, wenn der Cut so krass ist. Ja, Winkel verkürzt. Ja. Ja, weil die Geschwindigkeit schlägt mich zwar auch, aber es ist halt allgemein. Komm! Touch ist da, aber Touch weg. So, klick auf Hit und Tool, Fabi, warum nicht? Oh ja. So, und jetzt hat Kollege Joscha Lauterbach hier die Chance, sich zur Legende zu machen. 18-20, muss jetzt zwei durchziehen, einmal zünden, damit er hier in die Overtime kommt, zusammen mit Fabi. Ich glaub dran, komm. Lass mal jetzt mal einen durchfliegen, dann sehen wir, was passiert. Ja, das wäre krass. Erster. Den nehmen sie. Ja, den nehmen sie auf jeden Fall. Oh. Komm mal, Joscha, jetzt hast du deinen Serve. Oh. Jetzt die nehmen die ganze Zeit schon in den Service. So kacke. So vergleichsweise kacke für den Fall. Komm, Joscha. Komm. Nur du. Ah, einen zweiten muss er jetzt durch. Ja, gar keinen. 18-20. Ja. Zweite. Trifft. Perfekt. Yeah, boah, ist das ein geisteskranker Abschluss. Der ist so. Schau mal, wie er durchlädt. Schau mal nur auf den rechten Arm. Das ist geisterkrank, wie er da durchlädt. Der rechte Arm. Nochmal. Bam, bam, ist der weg, ey. Jesus. Das ist so viel Energie, der muss abheben. Absurde Nummer. Wir haben Julian im Finale der deutschen